Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Stefan Krügel. Ich bin ein Berater der Linksys GmbH und die Linksys ist ein Bittrex24 Vertriebs- und Implementierungspartner. Das heißt, der Softwareanbieter Bittrex24 stellt das System zur Verfügung und ein Netzwerk aus lokalen Partnern unterstützen die Kunden dabei, das System einzuführen, zu verstehen und ihre Mitarbeiter zu schulen. Wir, die Linksys, sind mittlerweile der Nummer 1 Partner im Dachraum, Nummer 3 in Europa. Das heißt, wir stehen Ihnen für alle Themen rund um Bittrex24 zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, die im Laufe des Webinars aufkommen oder nach dem Webinar, zögern Sie nicht, um auf uns zuzukommen. Ich bin mir sicher, wir können Ihnen da bei allen Themen rund um Bittrex24 helfen. Thema des heutigen Webinars ist Einführung in Bittrex24. Wir machen mal wieder ein allgemeines Webinar. Sie finden auf unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie das Ganze jetzt auch gerade anschauen, eine Reihe an weiteren Webinaren aus der Vergangenheit, in der wir alle möglichen Teilbereiche von Bittrex beleuchtet haben. Heute machen wir mal einen allgemeinen Rundumschlag. Das System ist recht umfangreich, deswegen werde ich heute nicht dazu kommen, die ganzen Module im Detail vorstellen zu können. Wenn Sie sich für ein ganz konkretes Submodul von Bittrex interessieren, also zum Beispiel nur das Projektmanagement, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf unserem YouTube-Kanal gerne nach dem Webinar oder auch jetzt gleich mal nach dem Video Projektmanagement in Bittrex24 zu suchen. Da beschränken wir uns tatsächlich nur auf dieses Thema. Heute, wie gesagt, mal die große Einführung, das heißt, was machen wir heute alles? Was ist Bittrex24 überhaupt? Welche Versionen von Bittrex24 gibt es? Wir machen dann eine Live-Demo im System und am Schluss diskutieren, was kostet Bittrex24 und am Schluss dann, wie bekommen wir das System denn überhaupt eingeführt? Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, es ist recht umfangreich und da sollte man sich überlegen, wie man das am besten zum Laufen bekommt. Fangen wir mal damit an, was Bittrex denn überhaupt ist. Das ist nämlich sehr vieles gleichzeitig. Der Begriff eierlegende Wollmilchsau fällt da oft in dem Kontext. Also grundsätzlich ist Bittrex24 ein digitaler Arbeitsplatz, der cloudbasiert zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, was ein digitaler Arbeitsplatz ist, das sind die Komponenten da unten, die besprechen wir gleich. Cloudbasiert bedeutet, das Ganze ist über den Browser verfügbar. Das heißt, Sie gehen auf eine Webseite, loggen sich dort ein, wie auf Facebook oder LinkedIn und auf dieser Applikation, also auf dieser Seite, finden Sie alles, was Sie brauchen. Sie müssen theoretisch nichts runterladen, Sie müssen nichts installieren. Auf jedem internetfähigen Gerät läuft das Ding. Also das bedeutet cloudbasiert. Des Weiteren ist das Tool auf einem Server gehostet und das ist dann auch schon der dritte Punkt hier. Es gibt nämlich zwei Varianten von Bittrex. Die zweite Variante, die Varianten schauen wir uns später nochmal an. Die größere Variante ist die Kaufvariante, die On-Premise-Version und die ist wiederum Open Source. Das bedeutet, dass der Quelltext der Applikation offen ausgeliefert wird. Das heißt, wir wissen ganz genau, was das Ding macht und wir können in den Quelltext eingreifen. Also auch es besteht also auch die Möglichkeit, das System ein bisschen weiterzuentwickeln oder an unsere Bedürfnisse anzupassen. Vor allem in der On-Premise-Version von Bittrex. Da kommen dann Partner wie die Linksys ins Spiel, die Sie dabei unterstützen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, was hier drin ist, aber es ist noch nicht genau das, was wir suchen oder uns fehlt da ein Knopf oder der Knopf soll irgendwie grün sein und nicht blau, genau solche Dinge lassen sich in Bittrex tatsächlich auch anpassen. Und der letzte Hauptaspekt von Bittrex, deswegen sind Sie wahrscheinlich auch hier gelandet, die Preise sind tatsächlich sehr attraktiv. Gerade wenn wir auch nur die Subkomponenten des Systems betrachten, zum Beispiel nur das CRM-System, auch in dem Fall ist es, obwohl alles andere mit ausgeliefert wird, ist es auch als reines CRM-System noch günstiger als die meisten Alternativen. Wir haben da auch andere Sachen im Portfolio bei uns und Bittrex ist tatsächlich eigentlich allen Dingen, die wir verkaufen, der Preis-Leistungsschlager. Also Sie kriegen nirgends so viel geliefert wie bei Bittrex24, das kommt immer als Paket, aber die Preisstruktur, die schauen wir uns dann gleich nochmal an. Was ist da jetzt alles drin? Also Sie sehen hier die verschiedenen Bereiche, Kommunikation, Projektmanagement, CRM und so weiter. Gehen wir mal auf Kommunikation ein bisschen genauer ein. Das Ding ist ja ein digitaler Arbeitsplatz, war aber konzipiert oder ist es eigentlich immer noch als Social Intranet. Der Begriff ist jetzt mittlerweile 10 Jahre alt. Da war so eine Welle an Applikationen wurde entwickelt. Der Trend ging gerade los mit Web 2.0 und man hat aber versucht, so das klassische schwarze Brett, das klassische Intranet ein bisschen durch Social Media Funktionalitäten aufzupeppen. Und Bittrex hat da einfach die gängigen Systeme so ein bisschen kopiert. Das haben alle. Wir haben immer ein Feed, wir können
auf Gefällt mir drücken, wir können Beiträge kommentieren. Das ist mittlerweile nichts Neues mehr. Bitrix war aber eine der ersten Applikationen, die das eingeführt hat. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr ausgereiftes System mit Bitrix 24. Tatsächlich kämpfe ich mehr mit meinem MS Teams als mit meinem Bitrix, da noch mehr Updates reinkommen, sich das ständig verändert. Bitrix ist tatsächlich hier schon ziemlich sattelfest in dem Ding. Grundsätzlich vielleicht noch als Hinweis an der Stelle, Bitrix ist auch konzipiert, ich habe den Begriff eierlegende Wollmilchsau schon verwendet, als Standalone-Lösung. Das heißt, die sind nicht integriert in ein Microsoft-Ökosystem oder es ist auch kein Add-on zu unserem SAP, sondern die versuchen möglichst viel innerhalb dieser Plattform abzudecken. Das heißt, ich muss jetzt nicht dieses Tool in Kombination mit 5 anderen Sachen kaufen, sondern ich kann tatsächlich anhand unserer Anwendungsfälle, und die schauen wir uns gleich im nächsten Schritt noch an, sehr, sehr viel in Bitrix umsetzen. Also viel mal zur Kommunikation. Projektmanagement ist mit drin, das heißt, und Aufgabenmanagement. Ich kann Aufgaben verteilen, ich kann ganze Projekträume aufbauen, ich kann Projektgruppen machen. In den Gruppen habe ich meine Dokumente, meine To-Dos, meine Projektkommunikation, Projektdokumentation. Ich kann Freigabeprozesse da reinbauen, ich kann die Kunden sogar einbeziehen in die Projekte. Ich kann Scrum-Projekte machen, wenn Sie sich mit agilem Projektmanagement auskennen. Das Ding ist hier tatsächlich eins der ausgeprägtesten Komponenten, ausgereiftesten Komponenten von Bitrix ist das Projektmanagement. Dann haben wir CRM-Marketing drin. Ich habe ja meine Kunden, Stammdaten meiner Kunden ebenfalls auf der Plattform, wenn ich das möchte. Und auf die kann ich dann auch Segmente erstellen und an diese Segmente auch Newsletter rausschicken. Also klassische HTML-Newsletter an Verteiler. Und dann kann ich mir im nächsten Schritt auch Auswertungen ziehen. Wie viele Leute haben denn den Newsletter überhaupt gelesen? Liegt der jetzt gut oder nicht so gut im Vergleich zu den anderen Newslettern und so weiter? So ein klassisches, simples CRM-Marketing-Tool ist mit drin. HR-Funktionen sind drin. Wir können mit den Bitrix Smart-Prozessen Bewerbungsprozesse abbilden. Ich habe Arbeitszeitverwaltung. Ich habe internes Antragswesen. Ich kann zum Beispiel Mutationsformulare anbieten. Ich habe vielleicht geheiratet. Mein Nachname hat sich geändert. Das muss jetzt in meiner Personalakte aktualisiert werden. Das ist so ein Standardantrag, den ich da einfach stellen kann. Da muss ich dann keine Mail schicken an den Personalverantwortlichen. Ich muss da nicht irgendwo anrufen oder vorbeigehen oder im schlimmsten Fall noch ein Dokument im Internet suchen, ausdrucken, ausfüllen, in die Mappe legen, sondern wir haben hier ein schönes Antragswesen, ein Workflow-System, mit dem ich eigentlich alle möglichen Prozesse, internen Services unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Wie gesagt, aus einer Hand alles, innerhalb unseres digitalen Arbeitsplatzes, also ich muss mich dann nirgends auf unser Prozesstool wie Elo nochmal separat einloggen, um dann schnell einen Urlaubsantrag stellen zu können, sondern nee, da, wo ich eh schon kommuniziere, da, wo ich meine Projekte mache, da, wo ich meine Kunden finde, wo ich meine Chats habe, da sehe ich auch meinen Urlaubsantrag. Ich habe das hier dunkel gemacht, weil es ein sehr, sehr großer Punkt ist, der im letzten Jahr gekommen ist. Wir machen diese Einführung einmal im Jahr und das ist die größte Änderung seit der letzten Präsentation, seit der letzten Einführung, ist die Integration der künstlichen Intelligenz. Die nennen sie jetzt Copilot und das ist im Gegensatz zu den meisten anderen Integrationen, die Sie schon gesehen haben, und ich zeige Ihnen jetzt gleich im Live-System, ist es tatsächlich ins System integriert und zwar sinnvoll integriert. Das ist nicht nur so ein Chatbot, der daneben drin ist und ich kann Ihnen irgendwelche Fragen stellen, kennen wir alle von ChatGPT, sondern das Ding ist sinnvoll ins Projektmanagement, ins Aufgabenmanagement, ins CRM integriert. Also ein Beispiel, im Aufgabenmanagement könnte ich zum Beispiel einen Beschreibungsteil einer Aufgabe markieren und der AI sagen, mach mir bitte mal eine Checkliste zu diesem Beschreibungsteil. Da hat uns der Kunde vielleicht eine ewig lange E-Mail geschickt, was er alles möchte. Und da kann ich dann einfach den Text markieren und der AI sagen, mach mir bitte in meine Aufgabe eine Checkliste rein. Das versteht der. Ein anderer Use Case wäre zum Beispiel, das haben wir bisher nur in der Demo vom Hersteller gesehen, wir konnten es leider noch nicht live testen, aber es wurde schon angekündigt, dass ich Telefonate transkribieren lassen kann und mir eine kurze Zusammenfassung des Telefonats im Vertriebsprozess von der AI schreiben lassen kann. Und die geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn die AI Informationen raushört im Gespräch, die für die Akte des Kunden relevant sind, sowas wie, keine Ahnung, Geburtsdatum oder Firmenname, dann schreibt er das auch gleich in die richtigen Felder rein. Also Use Case wäre, Kunde ruft an, wir haben den noch nie gehört, das ist nur eine Telefonnummer, ich gehe ran und dann heißt es, hallo, Stefan Krügel von der Linksys hier, ich interessiere mich für Bitrix 24. Dann würde er die Felder Vorname, Nachname, Firmenname schon mal für mich ausfüllen, also Wahnsinn. Schauen wir uns gleich im Live-System an. Wir haben ein CRM, wie schon erwähnt, und das ist gar nicht so schlecht. Grundsätzlich, das kann man vielleicht als Disclaimer jetzt gleich mal sagen, keine von diesen Applikationen ist in ihrem Fachbereich Marktführer. Also das ist jetzt nicht das Nummer 1 Aufgabenmanagement-Tool, was Sie kaufen können. Das ist nicht das Nummer 1 CRM-Marketing-Tool, auch nicht das Nummer 1 CRM, was es auf dem Markt gibt.
Aber es ist das einzige Tool, was alles unter einer Haube verbindet. Und vor allem, es sind nicht so einzelne Module wie in der Office 365 Suite, wo es tatsächlich unterschiedliche Applikationen sind, die nur als Bundle verkauft werden, sondern das ist wirklich eine Applikation, in der diese verschiedenen Dinge sinnvoll miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn ich mir selber im CRM eine Aufgabe stelle, dann ist es das gleiche Aufgabenmanagement wie mein Projektmanagement-Projektgruppentool. Das heißt, wenn die Nutzer mal dieses System verstanden haben, dann können sie in allen Teilbereichen arbeiten. Theoretisch, wenn ich diese Prozesse sauber genug abbilde, dann kann ich den HR-Bewerbungsprozess genauso abarbeiten wie den CRM-Vertriebsprozess. Dann Workflows habe ich schon erwähnt. Da ist so eine Workflow-Engine unter der Haube. Das heißt, wir können in allen Teilbereichen von Bitrix auch sehr, sehr viel Automatisierung reinbauen. Das in Kombination mit der künstlichen Intelligenz ist ein ziemlicher Hammer. Wir können da wirklich alles Mögliche bauen. Also zum einen, wie ich es im HR-Teil schon gesagt habe, die Abbildung von Geschäftsprozessen. Wir können aber auch im Vertrieb Automatisierungen bauen, wie der Kunde hat das Angebot seit 2 Wochen vorliegen und hat es noch nicht geöffnet, weil wir sogar Tracking-Cookies mitschicken können. Und weil er es nicht geöffnet hat, schicken wir ihm die E-Mail nochmal mit einer Erinnerung. Hallo Herr Müller, hier nochmal das Angebot. Vielleicht sind Sie noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Und wenn ich dann tracke, dass er die E-Mail aufgemacht hat und den Anhang geöffnet hat, dann kann ich vielleicht sagen, ich rufe den 3 Tage später mal an. Da ist die einzige Hürde ist da ihre eigene Kreativität, denn wir können bis auf Code-Ebene runterspringen. Das heißt, wir können erstmal über die Workflow-Engine von Bitrix 90% der Anwendungsfälle eigentlich automatisieren. Was hier nicht geht, können wir dann spätestens in der Open-Source-Version auf Code-Ebene lösen. Das basiert alles auf PHP, wenn Sie sich da ein bisschen mit auskennen. Das heißt, wir könnten ja auch einfach Source-Code ausführen, der dann über eine Schnittstelle nach außen, aber so ein Webhook funkt und uns irgendwelche Informationen aus unserem ERP System zieht zum Beispiel. Also sagen wir mal, da ist ein Workflow, der soll prüfen, ob das Angebot, was ich geschrieben habe, konform ist mit unserer Preistabelle. Dann wird da ein Workflow gestartet, der über einen Webhook in unser SAP reinschaut und dort auf die Preistabelle schaut und sagt, sind wir innerhalb des Preisrahmens, der da aktuell, das ist vielleicht tagesaktuell, vorgegeben wird. Wenn ja, dann gibt mir das Angebot frei und schick es auch gleich am Kunden raus. Sowas könnte man tatsächlich reinprogrammieren. Also wir sind hier nicht sehr, also wir sind praktisch gar nicht beschränkt in dem, was wir umsetzen können. Dokumentenmanagement ist mit drin. Da muss man wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Das ist sehr ähnlich wie Dropbox oder OneDrive. Die machen alle das Gleiche. Wir haben Cloud-Speicher, da sind Dokumente drin, da sind Ordner. Ich kann die freigeben nach innen und nach außen. Ich kann die teilen. Ich kann Sachen hochladen. Und seit einiger Zeit ist da jetzt auch eine Office-Lizenz mit drin. Das ist so ein Klon von OnlyOffice. Dadurch kann ich sogar ein Word-Dokument, was da drin ist, direkt live in der Cloud bearbeiten. Also ich mache einfach Doppelklick aufs Word-Dokument, dann geht Word, also jetzt nicht Microsoft Word, sondern so ein Klon davon auf und ich kann direkt dran rumtippen, sogar parallel zu meinen Kollegen. Also ich sehe dann sogar, was die Kollegen gerade in dem Tool tippen, ohne dass ich irgendeine Office-Lizenz brauche. Das ist sogar in den Standard-Lizenzen von Bitrix, also den normalen Lizenzen von Bitrix, überall mit drin. Und, es hört gar nicht auf, ich habe einen Webseitenbilder, mit dem könnte ich Landingpages bauen und da ist sogar ein Online-Shop integriert und der hat sogar eine Warenwirtschaft. Wir reden schon länger darüber. Das Ding ist immer noch so ein bisschen in der Entwicklung. Also das ist so ein Punkt, der ist noch nicht richtig ausgereift. Den empfehlen wir leider im Moment noch nicht. Das heißt, wenn Sie sich jetzt dieses Webinar anschauen, weil Sie gerade einen Online-Shop einführen möchten und dringend eine Warenwirtschaft brauchen, muss ich Sie leider vertrösten, vielleicht im halben Jahr nochmal reinschauen in unsere Webinare. Im Moment ist es noch in so einer gewissen Beta-Phase. Also Ziel ist es, einen digitalen Heimathafen zu schaffen. Wir haben jetzt eine Plattform, auf der kann ich eigentlich so ziemlich alles machen, was die Firma so digital macht. Natürlich aber noch eine operative, praktische Arbeit, die wir noch irgendwo durchführen müssen. Aber alles an diesen Standardfunktionen, die jede Firma hat, Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, das sollte dann einfach an einem Ort sein. Und wenn Ihr Ziel ist, wir möchten Homeoffice ermöglichen, wir möchten standortunabhängig arbeiten, dann ist das einfach Ihr System. Wir können das von der Cloud aus ansteuern, jedes System, was Internet fähig ist, sollte in der Lage sein, Bitrix zu starten. Ich muss nicht mal irgendwas installieren. Ich erfülle so ziemlich alle Sicherheitsstandards. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Das können Sie einfach mal googeln. Da würde ich jetzt nicht zu sehr drauf reingehen. Googeln Sie einfach mal Sicherheit und Bitrix 24. Da gibt es eigene Landingpages, wo das lang und breit erklärt wird. Mit 2-Faktor-Authentifikation, alles in Deutschland gehostet und so weiter und so weiter. Genau. Das ist jetzt der Rundumschlag. Letzter Punkt, attraktive Preise, hatte ich schon gesagt, genau. Also springen wir mal eins weiter. Was sind denn so Use Cases? Weil oftmals kommen die Leute wegen einer konkreten Sache. Ich möchte einfach ein Vertriebssystem einführen. Da kam ich auf irgendeiner Top-10-Liste, die besten CRM-Systeme, habe ich den Namen Bitrix gelesen. Jetzt schaue ich mir so die Top-10-Systeme mal an und mache mal eine Präsentation zu Bitrix. Ich habe aber nicht wirklich vor, mir den Rest anzusehen. In der Regel kommt dann der Appetit mit der Zeit doch, wenn ich mir dann anschaue, was alles geht. Und dann werden in den meisten
meisten Kunden wird nicht nur ein Use Case eingeführt. Ich kaufe den ganzen Rest ja sowieso mit. Der wird als Paket mir mitgeliefert. Also warum nicht mal anschauen? Also Beispiele könnten sein, klar, Vertriebsprozess für einen Bestandskunden im CRM einführen. Ich kann für unsere interne IT ein Ticketsystem einführen. Wenn wir das Bitrix als Kommunikationsplattform, als reines Social Intranet eingeführt haben und wir haben eine kleine IT, aber auch die ist genervt, wenn sie von allen Seiten irgendwie E-Mails und Zettel zugesteckt bekommt, mein Computer geht nicht, dann führen wir doch einfach ein einheitliches Ticketsystem ein. Das können wir mit Bitrix relativ unproblematisch machen über die Workflows und dann haben die Leute auch gleich so einen kleinen Knopf, wenn sie Probleme haben, den drücken sie und kriegen dann relativ geordnet Hilfe. Weiterer Use Case könnte sein, ein Kundenportal von so Stammkunden aufbauen. Also dieses Bitrix lässt sich die Projektgruppen zum Beispiel auch für externe Nutzer öffnen. Wenn die sich einloggen, sehen die natürlich nicht unser ganzes Tool mit Ticketsystemen und Vertriebsprozessen und so weiter. Die sehen ja nur, was sie sehen sollen. Vielleicht eine simple Oberfläche, wo sie Informationen bekommen, die für die Stammkunden eben relevant sind. Und wie gesagt, Open Source, wir können da reinschrauben, was sie gerne hätten. Weiterer Use Case ist ein Verleihprozess für Dienstwegen, also auch sowas geht, ähnlich wie das IT-Ticket. Man muss den Prozess nur klar definieren, dann lässt sich der auch in Bitrix hinterlegen. Ich kann Tabellen in Bitrix anlegen, ich habe Prozesse, die Tabellen manipulieren, das heißt, ich hätte eine Liste aller Autos, ich habe eine Liste von, welche Autos gerade von welchem Mitarbeiter verliehen sind und die wird ständig aktualisiert und wenn dann der Verleih durch ist, also die Dienstreise ist beendet, Auto wurde übergeben, dann gibt es vielleicht noch eine Checkliste, ist das Auto sauber, ist es aufgetankt, ist es an der richtigen Stelle geparkt? Wenn ich sage ja, ja und ja, dann wird das Ding zurück in den Pool überführt und der nächste Mitarbeiter kann sich das Ding mieten. Also sowas lässt sich auch relativ leicht umsetzen. Übergabeprozess vom Vertrieb zum operativen Team, klassischer Reibungspunkt, da wir auf derselben Plattform sind, können wir relativ leicht Automatisierungen triggern, die zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, ja, mache ich, ich nehme das Angebot hiermit an, dass dann ein Workflow in den Auftrag reinschaut, welche Produkte sind verknüpft und dann würde der Workflow automatisch eine Projektgruppe aufmachen, die richtigen Aufgaben an die richtigen Leute verteilen. Bei uns zum Beispiel ist es so, wenn Sie eine Bitrix-Lizenz kaufen und ein Support-Kontingent, dann wird automatisch in der Operations-Gruppe, wo unsere ganzen Consultants sind, ein neuer Kunde angelegt, also eine Hauptaufgabe für den Kunden und der Hinweis, melde dich beim Kunden, der hat x Stunden gekauft, 10 Stunden, der hätte gern folgende Sachen umgesetzt und das Projekt startet jetzt, weil wir einen Zahlungseingang verbucht in unserem System und das ist vollständig digital. Gleichzeitig, wenn der Kunde dann eine Professional-Lizenz kauft, wird ein Eintrag auf unserer Lizenzkundenliste gesetzt und auf der Lizenzkundenliste, wenn ich sehe, okay, Laufzeit 12 Monate, dann wird nach ich glaube, 10,5 Monaten gibt es eine Erinnerung an unsere administrative Abteilung. Hey, ruf da mal an, läuft demnächst ab, die Lizenz, und der Kunde hat noch nicht von sich aus verlängert. Frag mal, ob alles passt, ob wir es nochmal verlängern sollen und so weiter. Und dann, wenn es verlängert wurde, dann bestätige, dass das Ding nochmal ein Jahr läuft und dann ist das Ding wieder 10,5 Monate pausiert. Was noch? Social Intranet mit Projektgruppen, können wir uns alle was darunter vorstellen. Bewerbungsprozesse können wir abbilden, habe ich im letzten Webinar auch gezeigt. Das sehen Sie zum Beispiel bei uns auf der Webseite. Ich gehe da einfach mal drauf, dass Sie auch mal ein bisschen live was sehen. Auf links ist CH. Wenn Sie da auf Karriere gehen, dann sehen Sie, dass hier so eine normale Webseite ist und da haben wir derzeit keine Stellen offen, aber hier steht, Sie können sich gerne initiativ bewerben und hier unten ist das Bewerbungsformular. Da kann ich jetzt sagen, ich bewerbe mich auf eine Position, wenn es mehrere gibt, wäre hier ein Dropdown mit allen offenen Stellen, habe hier meine ganzen Stammdaten und kann auch Bewerbungsschreiben hochladen, Lebenslauf, Zeugnisse und das Ganze landet dann im Bitrix in einem geleiteten Prozess mit verschiedenen Kanban-Phasen, ähnlich wie ein Vertriebsprozess oder ein Projektmanagement-Prozess. Die sind vom Look and Feel her alle sehr ähnlich und ich kann die Bewerbung durcharbeiten. Also die Phasen wären in dem Fall, Bewerbung ist eingegangen, dann wäre da ein Workflow, der die Bewerbung quittiert, das heißt, ich schicke eine E-Mail zurück, danke Herr Krügel für Ihre Bewerbung, ist bei uns eingegangen, wir melden uns die Tage mal, wir schauen es uns erstmal an und dann wird vielleicht bei uns interne Aufgabe getriggert, Paula, schau mal, da ist eine Bewerbung. Schau mal, ob das alles so passt und wenn du meinst, dass es passt, dann hol den Abteilungsleiter mit rein, der die Stelle ausgeschrieben hat und besprich mit dem, ob wir den zum Bewerbungsgespräch einladen. Wenn wir dann in die Phase Bewerbungsgespräch gehen, kann ich auch so eine Automail rausschicken. Hallo Herr Krügel, wir freuen uns sehr, Sie sind eine Runde weiter. Wir würden gerne mal mit Ihnen sprechen, hätten Sie am so und so vielten Zeit. Also solche Sachen lassen sich strukturiert hinterlegen, sodass wir den Prozess immer einheitlich durchgehen und wir machen ihn dadurch natürlich auch übertragbar. Das heißt, wenn die Paula mal krank ist und jemand anders springt ein, dann sollte der Prozess eigentlich selbsterklärend sein, weil wir in jedem Schritt des Vorgangs auch erklären, was als nächstes gemacht werden soll. Arbeitszeiterfassung von Außendienst ist möglich. Ja, muss ich jetzt nicht viel sagen. Start und Stopp und Pausenknopf ist da drin. Zum Beispiel abtelefonieren einer Leadliste, Klassiker im CRM-System und sowas, IT-Projekt mit Einbeziehung von Freelancern.
machen auch viele Agenturen, man hat nicht alle Leute intern. Ich mache dann eine Extranet-Gruppe im Bitrix auf, also eine Gruppe, die auch externe Leute zulässt, lade die Freelancer mit ein und verknüpft die in dem entsprechenden Projektmanagement mit den Kunden. Ich kann in dem Projekt auch Soll-Arbeitszeiten definieren. Also ich könnte sagen, der Kunde hat ein Kontingent von 25 Stunden gekauft. Also du kannst nicht mehr als 25 aufschreiben. Und außerdem machen wir jetzt die Kommunikation direkt zwischen Freelancer und Schnittstellenentwickler von der Gegenseite in dieser Projektgruppe. So kann ich auch alle Leute an einen Platz bringen. Das wäre jetzt mal nur so ein Rundumschlag von völlig unterschiedlichen Use Cases, die alle im Bitrix umsetzbar wären. Live-Demo. Jetzt schauen wir mal das eigentliche System an, bevor wir zu lange einfach nur drüber reden. Und da habe ich eins vorbereitet und da sind wir auch schon im Feed des Systems. Denn Bitrix ist, wie gesagt, das Social Internet konzipiert. Das heißt, im ersten Moment kommt es uns vor wie das Oldschool Facebook so ein bisschen. Ich habe hier links eine Liste von allen Modulen, die ich habe. Ich habe hier oben einen Balken und hier rechts einen Balken. Im oberen Balken habe ich eine allgemeine Suche. Ich habe hier meine Arbeitszeiterfassung, da kann ich gleich meinen Arbeitstag starten. Ich habe hier mein Profil, da kann ich ein paar Standardeinstellungen machen, das Hintergrundbild ändern oder meine Benachrichtigungen konfigurieren. Ich kann zum Beispiel sagen, bitte keine E-Mails schicken. Ich kriege eh schon genug E-Mails. Ich schaue ins System rein, wenn da irgendwas ist. Ich sehe hier meinen Tarif, ich kann weitere Leute einladen, das können natürlich nur die Admins machen. Dann habe ich hier oben meine Notifications, meine AI-Integration, die schauen wir uns gleich noch an und hier meine allgemeinen Chats. Also da habe ich zum Beispiel der Chat klappt sich dann von rechts auf. Da kann ich auch Chatgruppen machen, also zum Beispiel einen Chat, das ist jetzt ein Chat mit dem Admin, da kann ich sagen, hallo Admin. Auch hier muss ich wahrscheinlich nicht erklären, was ein Chat macht, das kennen wir mittlerweile alle. Ich kann Video-Calls machen, Audio-Calls, Gruppen-Calls machen. Beim Video-Gruppen-Call kann ich den Bildschirm teilen, ich kann das aufzeichnen. Ich kann Dokumente hin und her schicken, also Slack, WhatsApp, Teams, Zoom, die machen alles Gleiche. Bitrix macht ebenfalls das Gleiche. Und ansonsten habe ich hier den Mittelteil und der ist jeweils individuell zu dem Teilbereich, in dem ich mich befinde. Im Moment bin ich im Feed. Wenn ich im Kalender wäre, ist der Mittelteil natürlich ein Kalender. Ich kann hier zum Beispiel auch verschiedene Kalender verknüpfen, mein Google oder mein Office-Kalender, die sind dann synchron mit meinem Bitrix. Bleiben wir mal beim Feed. Und da habe ich so einen kleinen Text hier mal gepostet und den habe ich nicht selber geschrieben, den habe ich von der AI schreiben lassen. Ich habe da nur gesagt, schreib mal einen Begrüßungstext, in dem du auf die Vorzüge von Bitrix eingehst. Und dann hat er mir diesen Text gemacht. Ist jetzt für alle, ist jetzt für niemanden super überraschend. Ich meine, wir haben alle schon ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt. Wie das aber hier integriert ist, und das ist jetzt genau der Punkt, ist, es ist fix integriert. Also ich muss jetzt nicht auf eine zweite Seite gehen und Texte hin und her kopieren, sondern ich sage jetzt einfach Leerzeichen. Und dann gibt er mir schon ein paar Sachen vor, die wir machen können. Also ich kann zum Beispiel den Text markieren und sagen, erklär mir das mal oder fass den Text zusammen. Das mache ich zum Beispiel oft. Ich bin sehr lesefaul. Wenn irgendwas mehr als drei Absätze hat, dann sage ich, fass es mir zusammen. Oder hebe es Pro und Contra hervor. Also wenn wir zum Beispiel, das können wir mal ausprobieren, ich kann mal diesen Text hier markieren, zitieren im Kommentar, können wir jetzt hier als Kommentar nochmal markieren und sagen, Copilot, hebe das Pro und Contra hervor. Das lassen wir den einfach mal machen und schauen, was passiert. Mal schauen, was er fürs Con hat. Keine Kontras. Bitte gesagt, nur Vorteile. Klar, ich habe natürlich auch gesagt, im ersten Text, schreib mal einen Text über die Vorzüge von Bitrix. Das ist natürlich schwierig, auf Basis dieses Texts noch eine Liste von Negativpunkten zu schreiben. Wenn ich das Ding dann verfasst habe, kann ich sagen, ausgewählten Text unterhalb einfügen zum Beispiel. Und dann habe ich den ursprünglichen Text und darunter nochmal das Pro und Contra oder die Zusammenfassung. Oder ich kann auch sagen, mach mir das Ganze auf Spanisch. Oder ich kann sagen, mach den, das kann ich gut gebrauchen, mach den Ton ein bisschen höflicher oder formuliere die E-Mail mal ein bisschen aus. Nicht nur Hallo und Tschüss, sondern mach da mal ein paar freundliche Sätze mit rein. Das sind alles Dinge, die hier integriert sind und das macht natürlich an der Stelle Sinn. Also er erkennt, ich bin im Feed, also sagt er sowas wie Autor loben oder konstruktive Kritik üben oder zustimmen oder wir sprechen oder und so weiter und so weiter. Das heißt, so Standardsachen, die in so einer Feed-Kommunikation ständig vorkommen, die werden hier schon vorgeschlagen und das ist in der AI-Branche nennt man das Ganze Prompts. Das sind einfach Standardbefehle, die ich übergebe zusammen mit meiner eigentlichen Anfrage, sodass der weiß, was ich machen soll. Können wir uns später nochmal wir schauen uns das am besten in den einzelnen Teilbereichen, die wir jetzt auch durchgehen, jeweils an, was die AI da drin auch macht. Also die ist an vielen Stellen vollständig integriert. Gehen wir nochmal eins zurück. Ich hatte nämlich hier im ersten Kommentar auch die ganzen Bereiche nochmal gemacht und die sind jetzt die Bereiche, die wir uns heute mal anschauen. Also als erstes Kommunikation.
fangen wir mal direkt an, dann müssen wir die nicht nochmal zusammenfassen. Also, was haben wir drin? Chats, Messenger, Umfragen, Telefonie, Video, Audio-Anrufe haben wir uns schon angeschaut, Videokonferenzen und Feed. Umfragen sind auch noch drin, also ich kann hier oben nicht nur eine Nachricht verfassen lassen von der AI. Ich könnte hier auch sagen, ich brauche eine Umfrage oder ich möchte eine Ankündigung rausschicken. Ankündigung ist im Prinzip nur ein Beitrag, der eine Lesebestätigung erfordert. Das heißt, es bleibt aber bei den Mitarbeitern so lange angepinnt, bis sie sagen, ja, ich bestätige hiermit formell, ich habe es gelesen. Ich kann natürlich auch Umfragen machen, bei den Umfragen auch mehrere Fragen, Multiple Choice erlauben. Ich kann auch sagen, das Ganze ist anonym. Ich kann sagen, es ist öffentlich. Ich kann die Umfrage eine gewisse Zeit laufen lassen und dann offiziell sperren, dass da keiner mehr seine Meinung ändern kann. Ein Use Case dafür wäre bei uns intern zum Beispiel Weihnachtsfeier. Erste Frage ist, kommt ihr oder kommt ihr nicht? Zweite Frage ist, wohin wollen wir essen gehen? Keine Ahnung, was für eine Art von Restaurant. Und ein paar Sachen zur Auswahl. Dabei dann wiederum Multiple Choice möglich, weil ich kann mich ja sowohl für Italienisch als auch für Chinesisch begeistern. Und bei der dritten Frage wäre dann sowas wie, was genau wollt ihr denn essen? Fisch, Fleisch, vegetarisch. Und da muss ich mich dann wiederum entscheiden, weil ich jetzt nicht alle drei Sachen bestellen kann. Also das heißt, in der mittleren hätte ich Multiple Choice erlaubt, bei den anderen jeweils nur eine Antwortmöglichkeit. Das ist so eine Weihnachtsumfrage zum Beispiel. Sie können aber natürlich auch Zufriedenheitsumfragen im Team machen. Und das Coole ist eben auch, bei der Umfrage oder bei allen Nachrichten, die ich rausposte, ich kann genau sagen, an wen es gehen soll. Also ich schreibe nicht mal alles an alle, sondern ich kann hier sagen, das geht jetzt nur an einen ganz konkreten User, an den Admin. Oder das geht nur an eine Projektgruppe, ich habe noch gar keine erstellt, an die Projektgruppe Entwicklerteam ABC oder es geht nur in die Abteilung Buchhaltung oder in die Unterabteilung 2 von der Buchhaltung Süd. Das heißt, Sie können hier ganz speziell sagen, wer soll da teilnehmen an den Umfragen, wer soll informiert werden und so weiter. Ich kann Beiträge, Umfragen und so weiter mit Tags versehen, sodass sie später auch im Feed über den Filter leichter auffindbar sind. Ich kann natürlich in dem Text Leute markieren. Ich könnte jetzt sagen, @Stefan, schau mal bitte das Dokument an, Doppelpunkt, und dann kann ich auch gleich noch ein Dokument reinmachen. Ich sage mal Dokument erstellen, ein Word-Dokument. Und da sehen Sie, das habe ich schon erwähnt, da ist sogar eine Office-Lizenz mit drin. Das ist jetzt nicht Microsoft Office, das ist wie gesagt Only Office, aber das ist so ein bisschen gebrandet als Bitrix Docs oder Bitrix Office oder so und funktioniert aber genauso. Also wenn Sie da kurz eine Excel-Tabelle updaten wollen und in irgendeiner Zeile schnell einen Zahlendreher rausholen wollen oder wenn Sie die Überschrift fett machen wollen im Word-Dokument, ich denke 99% von den Dingen, die Sie vorhaben, werden Sie da drin hinkriegen. Ansonsten müsste man es halt nochmal runterladen, mit Word bearbeiten oder hoch und wieder hochladen. Sie können aber auch sagen, grundsätzlich in dem Portal, also in den allgemeinen Portaleinstellungen, kann ich auch sagen, bitte, nee, wir haben Office 365, das soll auch bitte genutzt werden. Und da kann ich jetzt hier unter mein Bitrix, Kommunikation, Drive, Dokumente anzeigen via und dann kann ich sagen Office 365. Und wenn ich jetzt Speichern drücken würde, mache ich jetzt mal nicht, dann würde er jetzt nicht mehr das Bitrix Docs öffnen bei dem Word-Dokument, sondern er würde direkt auf unser Office 365 routen. Schließen oder zu speichern. So, ich sage jetzt hier Stefan markiert, schau dir bitte das Dokument an, add Dokument und ich poste das mal rein in den Feed. Bitte um Bestätigung, dass ich, ja, machen wir es mal. Und jetzt sollte, genau, jetzt ist der Beitrag da, die Person ist verlinkt und wenn ich mit der Maus drauf gehe, dann sehe ich auch gleich das Profil der Person. Das bin ich jetzt selber, deswegen macht das wenig Sinn. Ich markiere mal jemand anders. Admin. Ich mache da mal einen Kommentar rein. Also wenn ich da mit der Maus drauf gehe, könnte ich jetzt auch hier direkt sagen, Nachricht schreiben oder Videoanruf. Also Sie haben dieses What you see is what you get Konzept. Das heißt, wenn ich irgendwo draufklicke, dann komme ich dahin, wo ich denke, wo ich hinkomme. Also wenn ich auf den Namen des Admins klicke, komme ich auf sein Nutzerprofil. Da kann ich mir hier seine Durchwahl rausziehen. Wenn ich hier auf Chat drücke, kommt natürlich der Chat hoch. Wenn ich auf einen Kundennamen klicke, dann werde ich wahrscheinlich auch den Kunden finden. Also, und das Coole ist, das kommt immer als diese Overlays rein, von rechts reingeflogen. Und ich verlasse nicht mal den Tab. Also ich habe dann nicht nach 5 Minuten Arbeit 20 Tabs offen, sondern ich bleibe wirklich im selben Tab. Klick, wieder im Profil, klick, wieder in der Nachricht und bin da, wo ich angefangen habe. Also ich gehe dann in so ein Drill-Down und dann wieder zurück. Das ist der Feed. CRM, Kontaktverwaltung. Also ein vollständiges Vertriebssystem ist ebenfalls drin. Da, wie gesagt, das detaillierte Webinar finden Sie auch auf YouTube. Heute mal nur der schnelle Rundumschlag. Das CRM hat eine eigene Analytics-Funktion. Ich kann mir da anzeigen lassen, wie viele Leads sind heute reingekommen, wie viele wurden abtelefoniert. Ich kann den Sales Funnel analysieren. Schauen wir mal kurz rein, was da kommt.
ja, in meinem Demosystem ist hier überall noch 0 Euro. Ich kann hier einen Prozess vorgeben, klassischer Funnel, Funnel-Analyse, Conversion Rate, Conversion pro Mitarbeiter kann ich mir rausziehen. Das ist in meinem Demosystem alles ein bisschen nackt. Ich habe aber auch, und das ist ziemlich cool, das ist jetzt eine neue Funktion, den sogenannten BI-Builder. Das wäre dann nochmal, vielleicht kennen Sie Microsoft Power BI oder Google Data Studio. Das sind so die großen Business Intelligence Tools. Und Bitrix hat da tatsächlich auch was nachgebaut. Das heißt, ich kann auf, schnell zusammengefasst, ich kann auf alles, was im System irgendwie hinterlegt ist, eine Auswertung fahren. Also ich könnte auf jegliche Daten, ich kann sagen, wer telefoniert denn dienstags mehr, wer telefoniert dann dienstags am meisten oder wie viele Aufgaben, die mindestens eine Arbeitszeit von 12 Stunden hatten, wurden denn im Februar abgeschlossen. Also alles, was in den Sinn kommt, können Sie hier abfragen, weil hinter dem BI-Builder ist eine sogenannte SQL-Abfrage, das heißt eine Datenbank-Abfrage, und da alle Daten in der Datenbank drin sind und die für den BI-Builder vollständig offen ist, können wir eigentlich alle Daten irgendwie miteinander in Kontext bringen. Und das wird dann in Form eines Dashboards dargestellt, zum Beispiel eine Lead-Analytik oder eine Auftragsanalytik. Ich gehe mal einfach drauf und schaue, was da passiert. Dashboard wird erstellt. Der zieht sich jetzt diese ganzen Zahlen aus dem Tool. Diese Dashboards sind individuell erzeugt. Das heißt, Sie würden sich natürlich einrichten, was Sie gerne sehen würden. Dass Sie nicht irgendwelche Standard-KPIs aus dem Tool ziehen, sondern das, was tatsächlich für Ihre Arbeit auch relevant ist. Dann, was haben wir noch? Also wir haben ein CRM-System, gehen wir mal aufs Brot- und Butter-Geschäft. Wir haben hier eine Pipeline. In der Pipeline sind Objekte drin, also in der Regel sind es Leads oder Aufträge oder Kontakte. Die gehen dann durch einen Prozess. Der Prozess ist von Ihnen zu definieren, also ein Standardprozess. Jetzt in Bitrix ist nur so ein Beispielprozess, ist ein neu. Dokumente vorbereiten, Rechnung abarbeiten, Abschlussrechnung. Und wenn wir hier durch sind, sagen wir, Auftrag bekommen, macht jetzt eigentlich gar keinen so richtigen Sinn. Das müssten Sie selber einstellen. Das kann der Admin recht leicht machen. Sie drücken einfach zwischen den zwei Phasen auf Plus und sagen Kundenqualifikation, Enter, und jetzt habe ich eine neue Phase erzeugt. Das heißt, was wir machen ist erstmal, wenn wir es mit Ihnen gemeinsam einführen, wir würden Ihnen erstmal erklären, wie dieses Tool funktioniert, was die Idee dahinter ist, was das Ziel von so einem CRM-System ist. Dann würden wir Ihnen erklären, wie andere Kunden mit sowas arbeiten. Im Idealfall haben wir dann auch schon mal mit Ihrer Branche was gemacht. Mittlerweile haben wir über 300 erfolgreiche Bitrix-Einführungen durchgeführt. Das heißt, wir haben eigentlich schon mit fast jeder Branche irgendwas gemacht, sodass wir auch hier zu jedem irgendwas sagen können. Das heißt, wir würden dann mit Ihnen gemeinsam die Pipeline definieren, wir würden die Stammdaten definieren, wir würden eine Prozessautomatisierung uns überlegen, die sinnvoll ist für Sie, und Sie dann auch in der Nutzung schulen. Also das muss jetzt nicht alles auf Anhieb funktionieren, und Sie müssen sich das vor allem auch nicht selber beibringen. Da stehen wir Ihnen natürlich zur Seite. Dann klassische Kontaktliste, da wäre dann eine Liste von allen Kontakten, die im System sind. Das Ganze natürlich dann wiederum kombiniert mit meiner Webmail. Das heißt, ich habe hier auch Standardintegrationen wie Kalender, Dokumente, E-Mails. Das heißt, wenn ich jetzt meine E-Mail mit dem Bitrix kombiniert habe und ich habe das entsprechend eingestellt und der Paul Müller schreibt mir eine Mail, dann wird diese Mail auch in der Kundenakte von Paul Müller abgeheftet. Unabhängig von, ob ich die Mail jetzt dann noch lösche oder weiterleite oder so weiter, ist die hier mal vermerkt. Und das ist jetzt bei einer Person schön, aber richtig interessant wird es, wenn jetzt ich und mein Kollege und noch eine andere Kollegin mit dem Paul Müller unabhängig voneinander kommunizieren, dann würde ich in der Gesamtakte des Kunden, ich mache jetzt mal eine auf, also das ist der Paul, also Müller-Paul, Paul und Anrede Herr, ich mache jetzt mal nicht mehr rein, so. So, und dann habe ich hier links die Stammdaten und hier rechts habe ich alle Aktivitäten. Da ist jetzt natürlich noch nichts passiert mit dem Paul. Das heißt, wenn ich jetzt dem Paul eine E-Mail schicken würde oder er würde mir eine E-Mail schicken, dann würde die hier chronologisch eingeheftet. Also das ist jetzt hier E-Mail 1, wäre dann hier, dann kommt E-Mail 2. Das sind jetzt mal nur Kommentare, die ich reinmache. Die müssen sich jetzt einfach umdenken, als wären das E-Mails. Und Anruf 1 und Rückruf 2. So, das heißt, in der Reihenfolge, wie diese Sachen reinkommen, werden die hier, jetzt habe ich hier überall Aktivitäten geplant, keine Kommentare reingemacht, das hat mich selber ein bisschen verwirrt. Ich hake die mal durch, so. Und chronologisch werden jetzt diese ganzen Aktivitäten hier reingerattert. Und das Coole ist, wenn ich die Telefonanlage zum Beispiel verknüpfe, dann wird hier nicht nur stehen Anruf 1, sondern würde stehen, am 30. Januar um 17 Uhr hat der Stefan Krügel mit dem Paul telefoniert für 17,5 Minuten und ich hätte darunter noch so einen kleinen Knopf, das sieht dann, Kommentar rein, Test, das sieht dann so aus.
Ich kann es dann noch beschreiben. Das heißt, ich könnte hier noch eine Telefonnotiz reinmachen. Telefonnotiz. Und wie vorhin schon erwähnt, das hat der Anbieter bereits angekündigt, wenn ich die Telefonate mitschneide, das ist natürlich jetzt datenschutztechnisch, müsste man das alles nochmal durchdenken. Wenn die mitgeschnitten sind, dann kann die AI das Telefonat transkribieren und das macht uns dann schon automatisch eine Telefonnotiz rein. Plus die AI würde dann auch hier das Formular nochmal aufmachen und sagen, ja, Position ist CEO, das hat er nämlich gesagt und er hat auch seine E-Mail buchstabiert, p.müller@linksys.com und er hat auch gesagt, dass seine Webseite ist linksys.com. Das heißt, es würde die AI sogar schon für uns ausfüllen. Das macht er nicht einfach so, sondern er macht dann noch so einen kleinen lila Stern daneben, so im Sinne von Vorsicht, das hat die AI geschrieben, überprüft es nochmal, bevor wir es speichern. Aber super duper praktisch natürlich, wenn es dann mal funktioniert. Auch hier ist die AI schon drin. Ich kann hier zum Beispiel einfach Leertaste drücken und dann könnte ich jetzt zum Beispiel schnell sagen, interessieren sich für Bittrex, wollen Support, soll im Februar losgehen das Projekt und die würden gerne selber hosten. Und dann würde der mir hier eine vollständige Beschreibung, einen sauberen Text schreiben. Ich mache da nur drei Stichpunkte rein und der macht einen schönen Text für mich draus. Ich kann auch, das ist jetzt an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen deplatziert, aber hier ist sogar ein Image Generator. Das heißt, ich könnte sogar, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Marketingkampagne hätte und ich hätte gerne ein Stockfoto für irgendwas, zum Beispiel irgendwie ein zwei Business-Leute, die sich die Hände schütteln, das ist so ein klassischer Corporate-Kram, den könnte man jetzt hier auch damit erzeugen, können wir ausprobieren. Two Businessmen shaking hands, mal schauen, was da rauskommt. Das ist noch ein bisschen wackelig, also so richtig schön sind die Bilder nicht. Wenn man aber einfache Sachen fragt, dann kriegt er das in der Regel hin. Und Riesenvorteil ist natürlich, dass die sind rechtefrei. Das heißt, wir klauen dann kein Bildmaterial aus dem Internet zusammen, sondern wir holen uns das von der AI generiert. Also Sie sehen schon, die Gesichter sind ein bisschen verzogen. Wenn man es sehr klein macht, dann fällt es vielleicht nicht auf. So, nehmen wir mal dieses Bild und sagen, Bild einfügen und sagen, darunter noch super Meeting gehabt. So, wie gesagt, so richtig sinnvoll ist es da jetzt nicht im CRM irgendwie Bilder zu erzeugen. Das macht mehr Sinn, wenn ich zum Beispiel eine Marketingkampagne habe und ich will dann noch irgend so ein Stockfoto mit rein haben. Das kann man übrigens an der Stelle noch der Hinweis, die AI, holen wir sie nochmal kurz her. Na, jetzt will er nicht mehr. Ich gehe nochmal woanders hin, wo ich die AI finde. Hier, also die AI ist verknüpfbar, das ist nämlich offener Copilot, heißt das Ding. Im Moment ist es mit GPT 3.0 verknüpft. Wir arbeiten aber bereits an einer eigenen Schnittstelle zu AI-Systemen, die on-premise laufen. Also konkret, die sind dann nicht auf irgendeinem, wie heißt die Firma? OpenAI. Ja genau, die Firma heißt glaube ich OpenAI und ChatGPT heißt das Tool und das ist natürlich eine amerikanische Firma und die Server sind dann in Amerika. Das heißt, jetzt müssen Sie sich natürlich fragen, ist es sinnvoll, dass dieser amerikanische Server unsere Kundendaten entgegennimmt und Zusammenfassungen schreibt? Höchstwahrscheinlich ist es nicht datenschutzkonform. Wie kriegen wir das Ganze datenschutzkonform? Indem wir die künstliche Intelligenz mit einer lokal gehosteten, innerhalb der EU gehosteten AI verknüpfen. Und das haben wir tatsächlich schon. Wir haben jetzt die Verknüpfung zu Copilot noch nicht, aber wir haben da ein eigenes Produkt. Also die Linksys hat ein eigenes Produkt entwickelt, das heißt Pixo. Und das Coole an der Stelle ist auch, dass wir dieses Pixo-Produkt mit ihren eigenen Daten anlernen können. Das heißt, es ist da nicht so ein Blanko-Chat-GPT, der sich halt irgendwelche Sachen auch austenkt, weil er nicht weiter kann, sondern wir können da genau konfigurieren, bitte keine kreativen Antworten, sag wenn du es nicht weißt, gib uns nur die Fakten raus und außerdem hier ist all unser Firmenwissen. Wir packen jetzt alle ihre Wikis, alle ihre Preislisten, alle ihre Produktbeschreibungen rein. Und wenn sie jetzt zum Beispiel eine Firma für Lasermessgeräte hätten und sie haben verschiedene Produkte, die unterschiedliche Messgenauigkeiten haben. Und der Vertriebler würde jetzt gerne wissen, da hat ein Kunde angefragt, ob wir ein Lasermessgerät haben, was zwischen 1 und 2 Nanometer messen kann. Dann könnte ich die AI fragen und die AI würde mir dann sagen, ja, haben wir, folgende Produkte kommen in Frage, das, das und das. Haben wir tatsächlich als Use Case schon umgesetzt. Also nicht nur, dass es datenschutzkonform ist, es ist auch noch angelernt auf ihre Sachen und es beschränkt sich auf Business Use Cases. Also wir können eben auch sagen, bitte keine Privatfragen beantworten, sondern ausschließlich Firmenwissen. Und wir können ihn anlernen mit allem, was wir an Wissen haben. Also das ist ein kurzer Schwenker, aber wenn das für Sie spannend ist, kommen Sie dann nochmal unabhängig von Bittrex auf uns zu. Das hat auch nichts mit Bittrex zu tun. Das wird dann aber als Docker hier unten noch mit eingefügt, sodass wir die AI, die schon super in Bittrex integriert ist, noch auf eine datenschutzkonforme Ebene heben, sodass wir hier dann auch ohne schlechtes Gewissen damit arbeiten können.
Genau, CRM, machen wir das noch schnell fertig. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Das heißt, ich habe meine Akten, die Akten gehen durch einen Prozess, die Akten haben irgendwelche Stammdaten und ich möchte dann E-Mails rausschicken, ich möchte Telefonate durchführen, ich möchte hier Dokumente erzeugen, Angebote, Lieferscheine, ich möchte die Dokumente vielleicht sogar zur Unterschrift vorlegen, habe ich ein eigenes Webinar dazu gemacht, das heißt Bitrix Sign, dieses Tool. Ich kann Rechnungen erzeugen, wobei wir an der Stelle auch eher empfehlen würden, dass wir dann eine lokale Lösung, eine lokale Buchhaltungslösung mit verknüpfen, da die in der Regel einen Haufen Vorteile hat. Das wäre ein separates Thema eigentlich nochmal. Können Sie gerne auch dahingehend nochmal auf uns zukommen. Also in Deutschland würden wir zum Beispiel sowas mit LexOffice verknüpfen. In der Schweiz würden wir Bexio empfehlen. Da gibt es auch Schnittstellen dazu, sodass wir dann zum Beispiel sagen könnten, sobald das Ding hier auf grün geht, soll automatisch in Bexio ein Auftrag erzeugt werden und dann soll eine Rechnung rausgehen, sodass wir die Arbeitsplätze, Vertrieb und Buchhaltung komplett trennen können und dass die Daten automatisiert übergeben werden. Genau, wie gesagt, CRM, schauen können Sie nochmal, wenn das spezifisch für Sie interessant ist, schauen Sie sich da am besten mal das separate CRM-Webinar noch an, weil sonst wären wir heute nicht fertig. Dann haben wir noch Projektmanagement. Wir können in Bitrix24 Projektgruppen erstellen. Ich mache einfach mal eine auf, mache eine Gruppe und die Gruppe heißt Entwicklerteam. Entwicklerteam On-Premise. So, die machen vielleicht irgendwie unsere Installation für Bitrix On-Premise-Geschichten. Bei den Parametern kann ich sagen, was braucht die Gruppe alles? Also Aufgaben, Dokumente, ja, Kommunikation, Wissensbasis, ist so ein Wiki-Tool, eher nicht. Marketplace, das Ding hat noch einen eigenen App-Store. Da könnte ich jetzt noch Add-ons zu installieren. Sage ich mal erstmal nein. Chat, ja. Kalender, ja. Weiter. Dann kann ich sagen, offen, geschlossen und geheim. Können sich ja was drunter vorstellen, machen wir geschlossen. Und ich sage, wer ist da alles mit drin? Gruppenbesitzer bin ich und Team besteht aus Admin. Also mehr Nutzer habe ich leider nicht im System. Dann ist die Gruppe schon erstellt. Ich habe auch schon eine Benachrichtigung bekommen. Willst du den Ordner von der Gruppe in deinen Ordner synchronisieren? Das schauen wir uns gleich beim Thema Dokumentenmanagement noch an. Das ist jetzt eine geschlossene Gruppe. Die Gruppe hat einen eigenen Feed. Kennen wir schon aus dem anderen Feed, haben wir uns schon angeschaut. Auch hier ist der Copilot integriert. Eigenes Aufgabenmanagement, eigenen Kalender, eigenen Drive. Und auf dieses Zeug haben nur die Leute Zugriff, die auch in der Gruppe drin sind. Beim Aufgabenmanagement, ich mache mal einfach ein paar Aufgaben rein. Aufgabe A, B, C und D. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel, na, ja, hat er gemacht, könnte ich mir zum Beispiel, hier oben habe ich die verschiedenen Ansichten, auf die Gantt-Ansicht gehen und jetzt erstmal Projektplanung machen. Jetzt sage ich mal, okay, A ist das erste und es muss fertig sein. Ich will, dass es nächste Woche gemacht wird. Also blau ist der Abarbeitungszeitraum. Dann schiebe ich das Ding mal auf nächste Woche und sage von Montag bis Freitag bitte. B kann erst begonnen werden, wenn A fertig ist. Dann kann ich jetzt sagen, okay, dass da das Ding bis Freitag geht, können wir hier frühestens am Montag anfangen. Plus, ich mache jetzt als Regel, das Ende von A ist mit dem Anfang von B verknüpft. B dauert aber nur 3 Tage und wenn B fertig ist, können parallel C und D schon mal beginnen. Das heißt, ich sage dann C und D ist dann danach, ist ein bisschen knapp, da können Sie mal am Freitag anfangen und es geht dann aber die ganze restliche nächste Woche auch noch. Dann sage ich, schiebe ich das auch nochmal nach vorne und das geht ein bisschen später los und dafür geht es ein paar Tage länger. Dann verknüpfe ich jetzt das Ende von B mit C und gleichzeitig mit D. So, jetzt habe ich schon einen kleinen Projektplan gemacht. Also das muss fertig sein, bevor das gestartet werden kann. Das muss fertig sein, bevor die zwei gestartet werden können. Und die zwei sind so ein bisschen parallel zueinander, aber auch entzerrt. Das heißt, ich habe jetzt denen gesagt, wann sie es machen sollen. Ich kann jetzt aber auch noch dazu sagen, wann es final fertig sein soll. Das heißt, ich kann noch eine Frist hinzufügen. Und, na, wo ist die gelandet? Und das ist nämlich normalerweise ein roter Strich, der dann auftaucht. Schauen wir mal ganz kurz, warum das nicht macht. Vorführeffekt. Also normalerweise ist dann jetzt so ein kleiner roter Strich daneben, der würde dann sagen, okay, du hast Zeit von Montag bis Freitag. Final muss es aber allerspätestens am Montagabend fertig sein. Also im schlimmsten Fall musst du am Wochenende noch was machen. Das wäre jetzt für die Planung. Dann hätte ich eine Kalenderansicht, die würde mir die ganzen Aufgaben nochmal auf den Kalender mappen. Ich habe jetzt keine Fristen gesetzt, deswegen wird hier nichts angezeigt. Hier würden die Fristen angezeigt werden. Eine Planeransicht, da kann ich mir die Phasen selber festlegen. Also die Planeransicht ziehe auch nur ich als Nutzer. Das heißt, ich habe jetzt A, B, C, D als Aufgaben und ich zum Beispiel würde mir machen sowas wie wichtig / dringend und dann würde ich mir eine zweite Phase machen, wichtig und nicht dringend. So, dann können Sie sich ja vorstellen, nicht wichtig, aber dringend. Und die letzte Phase ist nicht wichtig / nicht dringend. So, das wäre jetzt eine sogenannte Eisenhower-Matrix. Und so kann ich ein bisschen priorisieren, was für mich jetzt relevant ist und was nicht. Das heißt, ich kann jetzt mal sagen, D ist wichtig und dringend, nicht wichtig, nicht dringend,
nicht wichtig, aber dringend und nicht wichtig, nicht dringend, sodass, das sehen jetzt die Kollegen auch nicht, dass ich die Aufgabe, die sie mir gestellt haben, als weder wichtig noch dringend erachte. Aber so hilft es mir das. Ich habe wahrscheinlich nicht nur 4 verschiedene Sachen zu tun, bei mir sind es schon über 100. So kann ich die Sachen so ein bisschen gruppieren und dann selber entscheiden, was jetzt wichtig und dringend ist. Da können sie aber machen, was sie wollen. Also das ist im Prinzip ein frei definierbares Kanban-System. Was auch sehr cool ist, hier haben wir dieselben Automatisierungsregeln wie im CRM auch. Das heißt, ich habe hier den Knopf Automatisierungsregeln. Es geht übrigens in allen Kanban-Bereichen von Bittrex. Kanban heißt Projektphasen, durch die irgendwelche Objekte durchrattern. Und da kann ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt auch so ein Teil des ganzen Workflow-Teils von Bittrex, Regeln definieren pro Phase. Ich könnte zum Beispiel, ich würde es jetzt mal nur durchsprechen, das wird jetzt zu kompliziert, wenn ich es abbilde. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn etwas in Arbeit ist und noch nicht fertig und es ist als wichtig deklariert und es ist jetzt fast überfällig, dann spring bitte automatisch von wichtig, nicht dringend auf wichtig und dringend. Also auch dieses Rüberschieben auf dringend kann er ja selber erkennen, weil er weiß ja, wann die Frist ist. Solche Regeln kann ich reinmachen. Im Vertrieb, wie vorhin schon erwähnt, kann ich sowas machen wie Angebot ist schon seit 2 Wochen beim Kunden und du hast da immer noch nicht angerufen. Nicht vergessen, ruf da mal dringend an. Ich kann die Aufgaben auch zu meiner Tagesplanung hinzufügen. Also ich könnte zum Beispiel bei Aufgabe D auch sagen, ich habe hier bei den Parametern und wie gesagt auch hier separates Webinar nochmal anschauen, weil das hat so viele Funktionen und Möglichkeiten. Das kann ich leider nicht alles jetzt heute erklären. Aber nur eine Sache, um das schnell mal zu zeigen. Ich kann beim Zeitaufwand auch sagen, es sind 25 Stunden Arbeit vorgesehen für die Aufgabe D. Und ich kann bei D sagen, mach sie mal auf meinen Tagesplan drauf, also zur Tagesplanung hinzufügen. Und jetzt habe ich die Aufgabe, egal wo ich bin, also ich springe jetzt mal in meinen Kalender und ich schaue hier oben auf die Arbeitszeit. Jetzt habe ich hier D unter meiner Zeiterfassung stehen und ich kann jetzt hier bei den 3 Strichen sagen, Zeiterfassung starten. Und jetzt läuft nicht nur meine allgemeine Arbeitszeit, es läuft auch zusätzlich die Projektzeit für das Projekt D mit. Super praktisch. Und das können auch verschiedene Leute auf dasselbe Projekt ihre Zeiten tracken. Und ich kann auch manuell natürlich Zeiten hinzufügen. Sie sehen schon, es ist noch grün hier. Ich bin noch im Rahmen. Jetzt mache ich mal einen Eintrag auf, keine Ahnung, am 1. Januar habe ich schon 25 Stunden an dem Projekt gearbeitet mit irgendeiner Begründung, Test. So, und wenn ich jetzt die Aufgabe zumache und wieder aufmache, achso, das hat jetzt noch nicht aktualisiert. Ich lade mal kurz die Seite neu. Das ist eine Webseite, das heißt, wenn sich irgendwas aufhängt, einfach kurz neu laden, dann ist es da. Und jetzt sehen Sie, jetzt ist es nicht mehr grün, sondern rot, weil ich bin jetzt hier 1 Stunde und 42 Sekunden. Ich bin 45 Sekunden über der Soll-Arbeitszeit drüber. Und das ist zum Beispiel eine Info, die kann ich mir aus dem Reporting später rausziehen. Also ich kann dann zum Beispiel nach einem Quartal sagen, gib mir mal alle Projektzeiten der Consultants raus. Was war die Soll-Arbeitszeit? Was ist die Ist-Arbeitszeit? Und sag mir mal alle Projekte, wo es eine Überschreitung gab. Ich kann dann natürlich auch die Zeiterfassung für dieses Projekt starten und gleichzeitig meine Arbeitszeiterfassung weiterlaufen lassen. Und wir nutzen das zum Beispiel, um für Kundenprojekte minutengenau zu tracken, wann wir für welchen Kunden was umsetzen. Und die Consultants von uns, die haben dann in ihrer Shortlist Kunde X und Kunde Y. Die haben dann ihre Hauptkunden hier drin und die können dann zwischen den Projekten ganz bequem hin und her springen. So, jetzt wird die Zeit auf Kunde Y getrackt und nicht mehr auf das Projekt D. Genau, also auch beim Projektmanagement ist ein bisschen Projektcontrolling mit drin und Automatisierung ist mit drin. Wir haben verschiedene Ansichten, gehen wir noch weiter, ich habe es noch nicht ganz durch. Ich habe auch eine Fristansicht und der will mir automatisch die Aufgaben auf ein zeitliches Kanban mappen. Das heißt, heute überfällig, diese Woche, nächste Woche keine Frist und später als 2 Wochen. Also ich könnte zum Beispiel hier die einfach rüberziehen und der setzt dann, schau mal, ich hoffe, das klappt, nicht schon wieder irgendwas, Frist wurde entfernt. Irgendwas hat der, dass er keine Fristen setzen möchte. Nee, doch, er hat die Frist gesetzt. Ich lade mal kurz neu. Doch, hat funktioniert. So, das heißt, Sie sehen jetzt hier, das ist dieser Badge in grün. Wenn ich sage, diese Woche fällig und ich nehme dieses Webinar am Donnerstag auf, morgen ist Freitag, das heißt, diese Woche heißt, es muss bis Freitag 17 Uhr fertig sein. Wenn ich sage, nächste Woche fällig, dann würde er sagen, 2. Februar 17 Uhr, das ist dann nächste Woche Freitag. Und Sie können sich ja denken, wenn ich sage, heute überfällig, dann würde er sagen, heute 17 Uhr muss das Ding durch sein. Achso, es ist schon nach 17 Uhr, deswegen hat es automatisch auf morgen geschoben. Und wenn ich jetzt den nehme und auf keine Frist schiebe, können Sie sich ja vorstellen, dann entfernt er einfach die Frist. Das hilft mir, weil es auch automatisch einsortiert. Also wenn jetzt zum Beispiel 2 Wochen ins Land ziehen würden, dann wären die alle auf überfällig. Das heißt, das hilft mir auch so ein bisschen, dieses dringend automatisiert feststellen zu lassen. Dann habe ich natürlich auch eine Listenansicht und da kann ich auf alles filtern. Also ich kann zum Beispiel in der Aufgabe auch Sonderfelder anlegen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier sagen, beim Erstellen von Aufgaben müssen bei uns auch Kostenstellen angegeben werden. Dann sage ich benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
Nummernfeld, Kostenstelle heißt es. Und das ist bei jeder Aufgabe erforderlich. Das wird jetzt natürlich dann ziemlich nerven, weil jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe erzeuge, sagt er, nee, Kostenstelle fehlt. Sage ich, okay, B hat die Kostenstelle 5530. Speichern. Und was bringt uns das? Ich kann jetzt aus dem Reporting später sagen, gib mir mal alle Zeiten, die auf die Kostenstelle 5530 gebucht wurden. Wenn ich mich da so ein bisschen im Controlling austoben möchte, dann wäre das eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich kann hier auch im Filter natürlich auf diese Liste auf alles filtern. Also ich kann jetzt hier sagen, Feld, kurz neu laden, Feld hinzufügen, Kostenstelle. Gib mir mal alle Aufgaben mit der Kostenstelle 5530 suchen. Perfekt, da ist die Aufgabe B. Super praktisch. Oder ich könnte sagen, gib mir mal alle Aufgaben, die ich im letzten Monat erstellt habe und dem Paul zugeordnet habe. Und dann sehe ich, ah ja, da ist das Projekt, wenn ich irgendeine Aufgabe über die allgemeine Suche nicht finde. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, allgemeine Suche indexiert alles, was im System drinnen ist. Das heißt, er gibt mir auch den Kontakt Paul Müller. Irgendwo steht da das Wort Kunde drin in seiner Akte. Und er gibt mir die Aufgabe Kunde X und Kunde Y raus. Ich kann zum Beispiel auch, das geht leider nur in der On-Premise-Version von Bitrix, sogar Dokumente indexieren lassen. Da würde sogar die Inhalte von Word- und Excel-Dokumenten durchsuchen. Also ich könnte zum Beispiel nach einer Referenz suchen, 1, 2, 3 oder Rechnung 50, 30. Und die Rechnungsnummer steht vielleicht gar nicht im Titel von dem PDF, sondern steht auf dem PDF, auf der zweiten Seite erst drauf, dann würde er trotzdem die Rechnung so finden können. Nur in der On-Premise, in der Cloud haben sie den Service abgestellt, weil das ist ziemlich rechenintensiv. Ich glaube, das geht maximal noch in der Enterprise-Version. Da sehen Sie schon, ich weiß nicht alles auswendig. Da schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, was die Unterschiede zwischen den Lizenzen sind. Aber ich kann jetzt schon sagen, es gibt extrem viele Unterschiede. Ich habe Ihnen aber im Rahmen der Präsentation noch so eine Schnellzusammenfassung geschrieben, wie wir uns da möglichst bequem navigieren können, was passt zu mir und was nicht. Das schauen wir uns gleich im Nachgang noch an. Zurück zum Feed auf meinen Spickzettel. Was kannst noch alles? Ups. Okay, Benachrichtigung kam da gerade, die ignoriere ich jetzt einfach und schaue auf meinen Spickzettel. Projektmanagement haben wir uns angeschaut. Dokumentenmanagement kommt als nächstes. Habe ich vorhin schon erwähnt, das ist ähnlich wie Dropbox, da müssen wir wahrscheinlich nicht so viel erklären. Ich habe hier meinen Drive, da habe ich meine Ordner. Ich kann hier Ordner erstellen. Sage ich mal Spaßordner erstellen. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, den Spaßordner, den gebe ich frei für interne Nutzer und zwar für alle aus der Abteilung Marketing und die haben das Recht lesen oder andersrum, die dürfen den Ordner voll bearbeiten und die Leute aus der Abteilung Verkauf, die dürfen nur lesen. Also was könnte es für ein Ordner sein? Das ist vielleicht Marketingmaterial. Da werden unsere aktuellen Logos und Broschüren und so hochgeladen. Die Marketingleute müssen das Ding natürlich updaten können. Die Vertriebsleute sollen aber bitte nichts löschen. Die sollen es nur nehmen und an die Kunden verschicken. Also wäre das eine richtige Zuweisung. Genau, speichern und jetzt sehen Sie auch diese zwei Männchen, jetzt ist das Ding geöffnet. Ich kann das auch extern freigeben, auch sehr cool. Ich kann sagen, öffentlichen Link bekommen und dem kann ich auch eine Gültigkeitsdauer zuweisen, 10 Minuten und ein Passwort. Machen wir mal Linksys 1, 2, 3. So, und ich kopiere mal erstmal den Link, dann speichere ich das Ganze, kann das Ganze rausschicken an den Kunden mit dem Link, dann steht das hier, dieser Ordner ist passwortgeschützt, dann sage ich Linksys 1, 2, 3. Und da können Sie auch schon reinschauen. Da ist jetzt nichts drin in meinem Spaßordner. Wenn ich jetzt da parallel noch irgendwas nachreiche, also ich tue jetzt mal in den Spaßordner irgendetwas hochladen. Einen Moment, nehmen wir mal Downloads, diese Excel-Tabelle. Und ich sage schließen. Also es geht auch per Drag and Drop, dass Sie da Sachen einfach reinschieben. Und jetzt ist da eine Excel-Tabelle drin. Diese Excel-Tabelle könnte ich sogar live bearbeiten. Da ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, was da drin steht, will ich das nicht im Webinar machen. Ich erstelle mal kurz eine neue Excel-Tabelle. Nicht, dass ich schon wieder Kundendaten zeige, dann muss das ganze Webinar neu gemacht werden. So, Test. Jetzt habe ich, Test. Jetzt habe ich meine Excel-Tabelle angelegt. So, mach die zu. Und jetzt habe ich hier neue Tabelle XLSX, also die verwenden auch das Microsoft-Format. Und das ist beides im Spaßordner drin. Das heißt, wenn der Kunde jetzt dann einen Tag später das Ding aktualisiert, hat er auch die aktuellsten Daten drin, auch super praktisch. Also ich muss da nicht jedes Mal eine neue Mail rausschicken mit irgendwie 25 Megabyte an Excel-Tabellen, sondern der Kunde hat seinen Zugang zu seinem Ordner und kann sich die aktuellsten Listen rausziehen. Er kann sogar die Tabelle live im Browser anschauen. Also er braucht noch nicht mal ein Excel. Also wenn Ihr Kunde nicht mal Excel hat, dann reicht's, wenn er einen Browser hat, dann kann er sich diese Tabelle vom Browser aus anschauen. Er kann sie nicht bearbeiten. Also der Externe hat natürlich kein Bearbeitungsrecht, weil so weit gehen die mit ihren Lizenzen jetzt nicht. Aber er kann sich die Tabelle sogar anschauen. Also das ist ziemlich cool. Und dann natürlich alles runterladen.
Ja, also so viel zum Drive. Ich kann die teilen, ich kann Sachen raufladen, ich kann Sachen runterladen. Ich kann den Ordner auch ähnlich wie bei Dropbox auch mit meiner Festplatte synchronisieren. Dann läuft da so ein Client nebenher mit, der synchronisiert dann einfach diesen Bestand hier, Spaßordner, hochgeladene Dateien und erstellte Dateien. Er legt drei Ordner an auf meiner Festplatte und alles, was hier sich ändert, synchronisiert er rauf und runter. Dazu muss der Client natürlich online sein. Also das heißt, wenn ich den Computer jetzt nicht anhabe, dann synchronisiert das natürlich nicht. Ich kann auch alle Ordner als Netzlaufwerk anbinden. Also das heißt, mit diesem Pfad, mit meinen Credentials, also mit meinem Login von Bittrex, kann ich mit diesem konkreten Pfad auch ein Netzlaufwerk in meinem Windows oder in meinem Mac registrieren. Fragen Sie da mal Ihren Sysadmin, wenn Sie sich mit sowas nicht auskennen, ist aber super praktisch. Also so viel mal also viel mehr kann man wahrscheinlich nicht sagen dazu. Ist auch inklusive alles und auch die Lizenzen für dieses ganze Textverarbeitung und Excel und so weiter ist in der Lizenz mit drin. Dann HR, ich habe ja schon erwähnt vorhin kurz, wir können Formulare bauen von der Webseite sys.ch. Auf der Webseite ist ein zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel-Use Case, ein Karriereformular, das fülle ich aus und dann wird ein Kanban-Prozess in Gang gesetzt. Das sieht dann so ähnlich aus, ich habe jetzt hier nichts Richtiges vorbereitet, aber das sieht so aus wie dieser Kanban-Prozess hier. Und dann ist eben in Ihrem System nicht neu in Arbeit und erledigt, sondern in Ihrem HR-System würde stehen, Bewerbung eingegangen, Bewerbung gesichtet, Vorstellungsgespräch, Vertragsverhandlung und Onboarding. Und das Coole ist, das können Sie ja schon denken, sowas wie ein Onboarding-Prozess können wir dann auch wieder in Bittrex festlegen. Also ich kann auch eine Automatisierung bauen, die automatisch, sobald ein User ins System kommt, ihm eine Aufgabe stellt, sowas wie, füll mal dein Profil aus, melde dich mal bei der Sabine wegen deiner Personalakte, melde dich mal beim Stefan für die Einführung in Bittrex und melde dich mal beim Raphael für deine Einführung in Teams oder so. Und da, so können wir so ein richtiges Mitarbeiter-Onboarding auch vollständig anbieten. Das nächste sind dann so Standardformulare, die ich als Services dem Mitarbeiter anbiete. Also der hat dann seine Zeiterfassung hier oben, aber kann auch einen Urlaubsantrag stellen. Also Abwesenheitsantrag, ich würde gerne von bis in Mutterschutz oder auf Dienstreise oder unbezahlten Urlaub nehmen oder Urlaub nehmen. Die Dinger können Sie selber definieren hier oder unentschuldigt fehlen. Und dann geht es durch einen Prozess und wird dann an die verschiedenen Stellen weitergeleitet. Ich sehe, wo das Ding gerade hängt. Also das sieht dann so aus. Ich sehe, ich habe den Antrag heute gestellt. Das hängt jetzt bei dem User, gibt es nicht. Der ist nicht richtig definiert, deswegen ist da nur so ein grauer Platzhalter. Und es ist gerade in Bearbeitung. Das Coole ist auch an der Stelle, ich muss jetzt keine Mail schicken an die HR-Abteilung, wo ich frage, hey, was ist denn da los? Ich habe die Erstattung immer noch nicht bekommen. Oder was ist mit meinem Urlaubsantrag? Der hängt noch irgendwo. Sondern ich kann direkt den Antrag auch kommentieren. Also, hallo liebe Buchhaltung, wie schaut es denn hier aus? Ich bräuchte dringend meine Spesenerstattung. Könnt ihr euch da bitte zeitnah bei mir melden? Und dann kriegen die dann natürlich eine Nachricht, die Beteiligten an dem Prozess. Und die können dann darunter schreiben, ja, das Problem ist, weil das hängt noch bei deinem Chef, weil der hat uns noch nicht bestätigt, dass die Dienstreise von ihm freigegeben wurde. Und solche Sachen, die würden jetzt in zig E-Mails stattfinden und 6 Monate später würden Sie nichts davon wiederfinden können. So ist zu jedem Vorgang auch die Kommunikation zum Vorgang gespeichert und ich habe hier eine schöne Übersicht hier rechts. Meine Workflows müssen erledigt werden, weil ich bin ja teilweise auch selbstgenehmigender. Dann hätte ich jetzt eine Liste von allen Sachen, die ich bearbeiten muss. Und wenn ich hier auf meine Anträge drücke, habe ich eine Liste von allen Anträgen, die ich gestellt habe. Das ist eine ganze Liste und da kann ich dann draufklicken und mir die nochmal genau anschauen und hier nachkommentieren. Super, super praktisch. Ich kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Zeit man sich da spart, wenn man mal anfängt, die internen Prozesse da reinzuziehen. Also Ihr Bittrex wird immer mit diesen 5 Beispielprozessen ausgeliefert. Spesenerstattung, also Abrechnung. Das zweite wäre Abwesenheitsantrag, allgemeine Anfrage, Bestellantrag und Dienstreiseantrag. Und dahinter ist die schon mehrfach erwähnte Workflow Engine. Das ist der Workflow Designer von Bittrex. Also der Admin kann dann sagen, ich möchte gerne den Workflow Designer anschauen. Und hier sehen Sie den tatsächlichen Ablauf als Ablaufdiagramm. Und das Coole ist auch hier, das ist ein Drag-and-Drop-System. Also es ist wirklich nicht sehr kompliziert. Wir helfen Ihnen da auch, die selber einzurichten. Das heißt, wir schulen unsere Kunden auch darin, diese Workflows selber zu bauen. Wenn Sie aber sagen, nee, da habe ich gar keine Lust drauf, können Sie natürlich auch uns engagieren und dann bauen wir Ihnen Ihre entsprechenden Prozesse da rein. Ich habe hier dann so Sachen wie, mach da mal einen Entscheidungsknoten rein oder mach mal eine Fallunterscheidung, ja, nein, vielleicht. Wenn das Ding durch ist, dann speicher bitte alle Informationen in den PDF und speichere dieses PDF in einem Ordner XY, weil der Ordner auch gleichzeitig auf irgendeinen Datenspeicher gespiegelt wird. Also zum Beispiel hatten wir mal die Anforderung von einem Kunden, der hat gesagt, diese Urlaubsanträge sind super, aber was wir noch bräuchten, wäre, dass alle Vorgänge dann nochmal zusammengefasst werden, also wer hat wann was bestätigt und das muss auf dem PDF gemacht werden und das PDF muss unterschrieben werden und dann abgelegt werden. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen, weil wir haben ein Unterschriftstool mit drinnen.
wie gesagt, eigenes Webinar zu dem Thema. Wir haben den Prozess, wir können Dokumente erzeugen und wir haben natürlich den Bitrix Drive, also dieses Dokumentenmanagement. Und dadurch kann ich eigentlich diesen kompletten Vorgang durchführen. Also wirklich von Freigabe erteilen, Dokument erzeugen, Dokument unterschreiben, Dokument ablegen, alles aus dem Bitrix heraus, ohne dass ich da irgendein anderes Tool dafür brauche. Genau, das heißt also aus HR-Sicht nach innen ist es dann so etwas wie, wir stellen Services zur Verfügung, die wir in Form von Workflows anbieten. Ich habe meine Zeiterfassung, ich kann meine Arbeitszeit auch einsehen, ich kann meine Arbeitsberichte ansehen, also wir haben auch ein Berichtswesen. Ich könnte jetzt sagen, nach jeder Woche oder nach jedem Tag oder nach jedem Monat muss der Angestellte einen Bericht abgeben, die können dann auch vom Vorgesetzten kontrolliert und bestätigt werden. Ich habe alle möglichen Kanban-Prozesse, wie zum Beispiel einen Bewerbungsprozess, der von der Webseite in unser System reinführt. Und ja, da müssten Sie sich noch überlegen, was Sie an HR-Bedürfnissen haben, und dann können wir Ihnen das gerne noch in einem separaten Termin persönlich zeigen, ob das in Bitrix geht oder nicht. Contact Center, super wichtiges Thema, denn wie kommen denn die ganzen Leads überhaupt in unser Tool rein? Gehen wir mal aufs Contact Center. Wir haben nämlich folgende Quellen. Wir können unsere Mails verknüpfen, habe ich schon erwähnt. Wir können aber auch die Telefonanlage verknüpfen, Online-Formulare bauen. Wir können aber auch WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram verknüpfen. Das heißt, egal wo der Kunde herkommt, er füllt ein Formular aus oder er chattet einfach nur mit uns und wird dann automatisch ins CRM geroutet und wir können dann aus dem CRM heraus mit ihm reden. Also ich glaube, Müller hieß der, den ich angelegt habe. Also Paul Müller. Ich trage da jetzt mal was ein in seine Akte. Das ist der CEO. Der hat eine Nummer und der hat eine E-Mail-Adresse und dann hat er vielleicht noch einen Messenger. Das ist dann jetzt at Paul Müller oder so. Und über diesen Messenger, wenn der dann über diesen Handle bei uns reinkommt, über Facebook, dann würden wir ihn sogar automatisch identifizieren können und könnten aus seiner Akte heraus mit ihm über Facebook kommunizieren. Das setzt natürlich, mache ich mal nicht auf, das ist mein Privat-Facebook. In dem Fall würde jetzt den Messenger öffnen. Wenn ich es aber integriert habe über das Contact Center, kann ich aus Bitrix heraus mit ihm chatten. Das ist super praktisch. Das heißt, da ist einfach ein Knopf, drücke ich drauf, dann geht der Chat auf und ich sage, hallo Paul, wie kann ich dir helfen? Und in Bitrix schreibe ich die Nachricht raus, aber die kommt übers Facebook oder über WhatsApp oder was auch immer bei ihm an. Das heißt, der Kunde bleibt auf der Plattform, auf der er gerne kommunizieren würde. Wir kriegen das alles gebündelt in seiner Akte und können aus der Akte heraus mit ihm interagieren. Super duper praktisch. Und im Contact Center können wir auch festlegen, was sind unsere Geschäftszeiten. Das heißt, wenn er irgendwie am Sonntagabend schreibt, dann kriegt er nur eine Nachricht, sorry Paul, wir sind gerade nicht da, schreiben uns bitte am Montag nochmal. Oder wenn er im Formular zum Beispiel irgendeinen Wert angibt, der uns nicht gefällt, dann sagen wir, gehen Sie lieber zur Konkurrenz. Das können Sie hier alles konfigurieren. Sie können auch verschiedene Verteilergruppen definieren. Wenn er über WhatsApp kommt, dann geht er an Team A. Wenn er über Telegram kommt, dann kommt er auf Team B. Wenn er über die spezielle Support-Telefonnummer reinkommt, dann wird ein Ticket eröffnet. Wenn er über die Vertriebstelefonnummer reinkommt, dann wird natürlich ein Lead erzeugt. Das sind alles so Dinge, die können wir im Contact Center konfigurieren. Dann noch, Sie merken, ich hetze mich so ein bisschen durch, weil das Tool so viel Zeug gleichzeitig. Deswegen mehrfach der Hinweis, wenn Sie ein ganz konkretes Thema interessiert, schauen Sie sich lieber das Webinar zum Thema an. Heute wirklich nur der Rundumschlag. CRM Marketing. Gehen wir auf die Marketing-Funktion. Wenn ich die jetzt auf Anhieb nicht finde, da ist sie schon, kann ich sie auch hier oben suchen. Marketing. Und dann würde er mir das Modul nochmal zeigen. Also ich gehe meistens eher über die Suche, weil ich mich in meinem Menü selber nicht auskenne. Wie funktioniert das Ganze? Ich kann ein Segment bilden. Über das Segment, ich sage Segment erstellen, dann gebe ich dem Ganzen einen Titel und ich kann auf alle Parameter filtern, die wir erzeugt haben. Das heißt auch so selbst erzeugte Felder. Also wir haben vielleicht irgendwelche Kundenreferenzen oder irgendwelche Spezialinformationen, die nur auf uns zutreffen. Auf die könnte ich filtern. Da könnte ich jetzt sagen, hol mir mal bitte alle Kunden, die in den letzten 6 Monaten gekommen sind und die Spezialinformation Nummer 15 haben und, keine Ahnung, Peter mit Vornamen heißen. Das Segment ist dann das Peter-Segment. Und dann kann ich als nächstes sagen, mach mir bitte eine Kampagne, Kampagne erstellen, E-Mail-Kampagne, ich könnte auch eine SMS-Kampagne und so weiter machen. Bleiben wir beim klassischen Beispiel E-Mail. Da hätte ich ein paar Vorlagen, da nehme ich mal irgendeine. Und das ist dann so ein Drag-and-Drop-HTML-Ding. Da kann ich Bilder reinmachen und Texte und Buttons und die Buttons führen dann zur Webseite und so weiter. Da unten ist natürlich ein Abmeldelink, ist alles schon drin. Hier oben sage ich dann, bitte schick's mal ein Peter-Segment. Dann würde er sagen, es sind circa ein Empfänger, weil das Segment wird dann nochmal live erstellt zu dem Zeitpunkt, an dem die Kampagne rausgeht. Also ich könnte jetzt schon die Kampagne vorbereiten für nächsten Monat. Und wenn dann in den nächsten x Tagen noch 7 Peters reinkommen, dann werden die noch live auf die Liste gesetzt, bevor das Ding rausgeht. Deswegen sagt er hier ungefähr x Empfänger. Ich kann dann, bevor ich es rausschicke, mir nochmal eine Testmail schicken, sage ich senden und schaue, ob es alles hübsch aussieht oder ob da irgendwas zerschossen ist oder ob das Bild komisch aussieht. Und wenn es alles passt,
dann kann ich sagen, speichern. Mache ich jetzt mal lieber nicht, wobei es sind eh null Empfänger. Speichern. Achso, absenden. Achso, ja, blöd. Ich habe keine E-Mail registriert, deswegen kann ich natürlich keine E-Mails rausschicken. Das stellen sich jetzt einfach so vor, als hätte ich es gespeichert. Dann hätte ich jetzt hier in meiner Liste die Kampagne und die könnte ich dann als nächstes terminieren. Da kann ich sagen, schick die bitte nächste Woche Mittwoch um 12 Uhr raus oder weißt du was, schick sie gleich raus. Und dann fängt er einfach an, die Liste zusammenzustellen und schickt Stück für Stück die E-Mail raus. Ich kann für die einzelnen Module auch, das ist jetzt, was ich gerade sehe, erwähne ich es an der Stelle, eigene Zugriffsrechte definieren. Also nicht jeder kann alles im System machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Administratoren können Kampagnen erstellen und rausschicken, Leute aus Marketing auch, aber normale Mitarbeiter, die nicht in Marketing arbeiten, die sollen da bitte nicht mal reinschauen können, weil wozu Datenschutz und so weiter. So viel zum Marketing. Dann haben wir noch Webseiten, Landingpages und Online-Shop. Hier ist es. Das ist im Prinzip schnell erklärt. Das ist so ein Webseitenbilder. Ähnlich wie unser Marketing-Ding ist es so ein Drag-and-Drop-System. Oh, sorry, erstellen. Dann Empty Template. Also da haben wir einen Haufen Vorlagen übrigens. Und da gibt es im App Store von Bittrex, das ist der Marketplace, da haben wir einen Haufen Vorlagen, die auch von anderen Partnern und so schon erzeugt wurden. Also da können Sie sich mal ein bisschen inspirieren und sich Sachen runterladen. Ich nehme jetzt mal Business. So, und jetzt lädt er sich die Vorlage runter. Das kann jetzt ein paar Sekunden dauern, ist es schon. Und da sind dann irgendwelche Bilder und irgendwelche Platzhalter-Texte drin. Ich weiß gar nicht, was für ein also das Lorem Ipsum. und da müsste ich natürlich die Bilder ersetzen mit meinem Bildmaterial. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle. Da kann ich jetzt natürlich die AI verwenden, die natürlich recht schwammige Bilder macht. Vielleicht warten wir dann noch ein halbes Jahr, bis das ein bisschen hübscher aussieht. Aber was ich zum Beispiel schon mal machen könnte, ist Texte von der AI schreiben lassen für die Webseite. Das heißt, wenn ich sage, Webseite editieren, dann kann ich jetzt auch nur Stichpunkte reinmachen zu unserer Philosophie und unseren Werten und so weiter. Und dann schreibt die AI uns einen schönen Text ohne Rechtschreibfehler. Und dann kann ich als nächstes sagen, Webseite erstellen, veröffentlichen und Bittrex hostet die dann auch gleich für uns. Also das heißt, ich brauche noch nicht mal einen Webseiten-Hoster. Ich kann dann, das brauche ich schon wieder, eine Domain, also das heißt die Adresse von ihrer Webseite, bei uns ist ja linksys.ch zum Beispiel, die haben sie ja irgendwo registriert. Und da, wo sie diese Webseite registriert haben, da können sie den, ich habe vergessen, wie es heißt, auf jeden Fall den Eintrag setzen, wo führt denn diese Webseite überhaupt hin? Und diesen Eintrag, den können Sie dann auf diese Bittrex-Seite verlinken, sodass Sie dann einfach über linksys.ch auf eine Webseite kommen. Die Webseite ist über Bittrex programmiert, also per Drag-and-Drop zusammengestellt. Da sind Ihre Inhalte drin, mit einer AI verfasst und da ist dann ein Kontaktformular drauf. Und das Kontaktformular führt dann natürlich in unser CRM. Dort wird automatisch erkannt, ob das ein Bestandskunde ist oder nicht und dann der entsprechende Mitarbeiter informiert. Genau. Der Online-Shop, der damit drinnen ist, ist wie gesagt noch nicht so richtig fertig und auch die Warenwirtschaft, da würden wir sagen, wenn Sie einen sehr, sehr einfachen Use-Case haben, kann man das gegebenenfalls damit machen. Ansonsten würde ich hier noch ein bisschen warten. Deswegen gehe ich da jetzt auch mal nicht tiefer drauf ein, das Ding ist noch nicht richtig fertig. Und Copilot, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, ist überall mit drinnen. Im Aufgabenmanagement zum Beispiel, habe ich ja vorhin schon gesagt, könnte ich jetzt hier einen Text schreiben und da könnte ich das Ding markieren, Copilot starten und sagen, erstell mir eine Checkliste dazu. Also das heißt, ich habe jetzt hier einen riesen Beschreibungstext mit 1000 Aspekten und der macht jetzt automatisch eine Bittrex 24 Aufgaben-Checkliste drunter, weil er erkennt, was gemacht werden muss, um dieses Ding umzusetzen. Also ich kann jetzt sagen, schreibe mir einen Text, wie man Kartoffeln in der Mikrowelle zubereitet. Schauen wir mal, ob man es hinkriegt. Copilot. Dann Text zusammenfassen, Text korrigieren, verbessert diesen Text, höflicher. Nee, was nehmen wir da? Ja, tu das mal fortsetzen, mal schauen, was er jetzt macht. Cool. Jetzt hat er ich lese den nicht mal, nehmen wir den einfach. So, jetzt haben wir hier einen riesen Text, wie man Kartoffeln in der Mikrowelle macht, das zeige ich als nächstes. Mach mal daraus eine Checkliste. Mal schauen, ob er das hinkriegt. Jupp. Cool. Hat er gemacht. Kartoffeln waschen, mit der Gabel einstechen, in den Teller legen. Ja, richtig cool. Ja, heute mal kein Vorführeffekt, das klappt direkt auf Anhieb. Die können wir mal rauslöschen. Und das ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel mit Kartoffeln in der Mikrowelle, aber Sie können sich auch vorstellen, Kartoffeln, wie viel Zeit Ihnen das spart. Also Sie müssten jetzt die Anforderungen des Kunden lesen, Sie müssten einen Text verfassen, Sie müssten das zuweisen, dann noch eine Checkliste machen, das dann der verantwortlichen Person zuweisen, eine Frist setzen. Das kann alles die AI für uns machen. Und
Ah ja, da sehen Sie schon, das Feld Kostenstelle fehlt. Ich habe schon angekündigt, das wird uns noch nerven. Das ist die Kostenstelle 1, 2, 3. Deswegen auch an der Stelle als Tipp, wenn Sie das Ding einführen, bleiben Sie recht, seien Sie nicht so großzügig mit Muss-Feldern, weil es gibt immer wieder Fälle, wo ich dann doch keine Kostenstelle angeben möchte und dann nervt mich das zu Tode. Genau, also wie schon gesagt, das ist nicht nur so ein Chat. Also der Chat ist auch drin, der wäre hier. Es ist nicht nur ein Chat, wo ich Fragen stellen kann, sondern es ist wirklich in die Module integriert. Das heißt, der macht mir eine Checkliste in meine Aufgabe rein. Der setzt mir eine Frist für meine Wiedervorlage. Der erklärt mir eine Anforderung eines Kunden und hebt das Pro und Contra hervor. Es ist nicht nur so ein simpler Chat, sondern das ist wirklich in die Module integriert. Und wenn Sie sich dafür diese ganzen Punkte nochmal interessieren, würde ich vorschlagen, hier oben rechts, alles, was in Bittrex machbar ist, ist vollständig auf Deutsch dokumentiert. Und das ist wirklich von allen Produkten, die wir haben, mit Abstand die ausführlichste Dokumentation. Meistens mit Videos, also oft mit Videos, immer mit Bildern, wo Schritt für Schritt erklärt wird, wie Sie alles einrichten und nutzen können. Das Ding ist aber, wie Sie jetzt auch sehen, so umfangreich, das kriegt man jetzt auf Anhieb nicht unbedingt alles auch selber eingerichtet. Aber wie gesagt, dafür sind wir ja da. Dann würde ich mal wieder auf meine Folien springen, dass ich Ihre Zeit nicht zu sehr überstrapaziere und dann die Frage mal beantworten, okay, was für Bittrex-Systeme gibt es denn überhaupt? Also grundsätzlich zwei verschiedene Systeme, das habe ich schon erwähnt. Es gibt die Cloud-Version und die On-Premise-Version. Das sind beides Cloud-Versionen. Die On-Premise läuft nur auf Ihrem Server, die Cloud läuft auf einem AWS-Server in Frankfurt. In der Cloud-Version gibt es fünf verschiedene Versionen. Free, Basic, Standard, Professional und Enterprise. Und wie vorhin schon angekündigt, die haben sehr, sehr viele Unterschiede zueinander. Also über 500 verschiedene Aspekte, in denen sich diese Lizenzen unterscheiden. Man kann aber grundsätzlich sagen, die Free-Version ist so eine Art Test-Version. Das ist extrem rudimentär. Das kann ich höchstens als Intranet verwenden. Ein bisschen Projektmanagement, aber viel mehr ist da nicht drin. Basic hat fast alle Module. Nicht alle, aber alle, die drin sind, sind auch eingeschränkt. Also wenn Sie zum Beispiel Aufgabenmanagement haben, dann haben Sie keine Automatisierung zum Aufgabenmanagement. Wenn Sie Vertrieb haben, dann haben Sie nicht mehr als zwei Pipelines und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist zwar das meiste drin, nicht alles, aber es ist alles irgendwie eingeschränkt. Bei der Standard ist alles drin, aber die sind teilweise eingeschränkt. Das ist so die 75%-Variante von Bittrex. Das heißt, wir haben Module, die man vollumfänglich nutzen kann. Viele wichtige Module sind aber natürlich da eingeschränkt, wo es weh tut, weil Bittrex möchte sie natürlich auf die Premium-Version, auf die Vollversion von Bittrex pushen, auf die Professional. Wenn Sie aber gewisse Use Cases nicht nutzen möchten, Sie sagen zum Beispiel Vertrieb nutzen wir nicht oder Projektmanagement nutzen wir nicht oder keine Ahnung, Marketing spielt für uns keine Rolle, dann könnte man sich die Standard mal ansehen, ob nicht dieses eine Modul, was wir tatsächlich brauchen, hier ohnehin schon vollständig drin ist. Dann sparen wir uns die Lizenzgebühr für die Professional. Die Professional hat alle Module, keine Einschränkungen. Das ist im Prinzip die Vollversion von Bittrex. Alles, was Bittrex kann, ist da drinnen. Und wozu dann noch die größere Version? Das ist leicht erklärt. Mehr Nutzer, mehr Speicher, mehr Leistung. Die Professional hat 1 Terabyte Speicher. Wenn Sie jetzt sagen, nee, wir brauchen aber 2, 3, dann müssen Sie automatisch auf die Enterprise gehen. Die Professional hat bis zu 100 User. Die Enterprise ist dann in verschiedenen größeren Paketen da. Das geht dann 250, 500, 700 und so weiter. Die sind immer Bundles. Das heißt, wir haben hier 5 User, 50, 100, 250 und größer. Das heißt, Sie kaufen die Lizenz nicht pro Nutzer pro Monat und Sie zahlen auch nicht pro Nutzer pro Monat pro Modul, sondern Sie holen sich ein Bittrex-Portal und da haben dann alle Nutzer die entsprechenden Funktionen drin. Auch sehr angenehm und wie vorhin schon erwähnt, preislich extrem attraktiv, da die Professional in der Jahreslizenz gerade mal 199 Euro im Monat kostet, die Standard 99 Euro im Monat. Das zahlen Sie ja bei Pipedrive schon pro Nutzer pro Monat, nur fürs CRM-System. Da haben Sie noch kein Projektmanagement. On-Premise, wo ist der Unterschied? On-Premise ist wie gesagt Open Source und auf Ihrem eigenen Server. Das heißt, wenn Sie ganz spezifische Datenschutzbedenken haben, Sie sagen, nee, ich möchte nicht, dass meine Daten bei Amazon sind, auch nicht, wenn das Amazon in Deutschland alles hostet, das soll trotzdem auf meinem eigenen Server sein, dann können Sie Bittrex auch kaufen, auf Ihrem eigenen Server installieren, das ist die On-Premise. Die gibt es in zwei Varianten. Die Business-Version ist im Prinzip die Professional, da ist alles drin. Und wie viel Leistung und wie viel Speicher Sie haben, das hängt jetzt natürlich wiederum von Ihrem Server ab. Bittrex schränkt sich hier nicht ein. Also da können Sie jetzt auch 100 Terabyte reinschrauben, wenn Sie unbedingt möchten. Und was ist jetzt der Unterschied zur Enterprise? Die Enterprise hat noch eine Sonderfunktion, da kann ich Niederlassungsportale erzeugen und ein Webcluster. Das heißt, die Art, auf die mit der das Ganze gehostet wird, auf Ihrer Hardware, ist hier noch ein bisschen umfangreicher, sodass wir hier eine höhere Ausfallsicherheit gewährleisten können. Grundsätzlich kann man aber sagen, die Enterprise ist einfach die größere. Business gibt es für 50, 100, 250, 500 User. Enterprise beginnt dann bei 1000 und dann 5000 und dann
und so weiter. Und dann kann man lauter 5000er-Pakete nachbuchen. Also ganz früher gab es sogar mal eine Unlimited-Lizenz. Die haben dann die ganz großen Konzerne geholt, weil die ist dann natürlich extrem lukrativ. Die hat dann mal, das ist ewig her, die hat mal 60.000 Euro gekostet. Klingt jetzt noch viel Geld. Wenn sie jetzt aber für 10.000 Mitarbeiter eine Software einführen, dann sind 60.000 Euro für eine Jahreslizenz extrem günstig, vor allem für den Funktionsumfang. Genau, also das heißt, Preise Cloud finden Sie auf der Webseite, gehen wir da mal hin. Also Basic, Standard, Professional, Enterprise, und das andere ist ein bisschen versteckt. Wenn man runter scrollt, findet man hier unten On-Premise-Preise, kommt auf eine zweite Seite, und da haben wir, wie schon erwähnt, Business und Enterprise, 50, 100, 250, 500 und 1000. Die Preise gehen natürlich entsprechend hoch. Hier zur Erklärung, die Preise sind immer für die Jahreslizenz im ersten Jahr. Das heißt, im ersten Jahr für die Business-Lizenz zahle ich 3590 Euro. Ab dem zweiten Jahr der Nutzung müssen Sie eine Verlängerungslizenz kaufen, und die kosten immer 25%. Das bedeutet, in dem Fall sind es 900 Euro im Jahr. Wenn ich das dann wiederum auf den Monat runterbreche, könnte ich sagen, eine Business 50 kostet pro Monat 75 Euro Lizenzgebühr. Damit ist die zwischen der noch günstiger als die Standard. Was wir hier aber nicht vergessen dürfen ist, wir brauchen ja noch einen Server. Also unsere Server gehen zum Beispiel bei 100 Euro im Monat los. Wir bieten Hosting auch mit an. Das heißt, wenn Sie sich auch sagen, ich hätte gerne On-Premise, weil ich gerne ins Customizing einsteigen möchte, weil ich möchte irgendeine ganz spezielle Anpassung im System haben. Ich habe aber keinen eigenen Server und ich will mir auch keinen anschaffen. Können Sie auch dahingehend auf uns zukommen. Da können wir Sie gerne mal beraten, wie so ein Server aufgebaut ist, was es kostet. Wir machen auch Wartung und Pflege. Wir machen auch Wartung und Pflege für Ihre Server. Also auch wenn Sie sagen, ich will eigentlich das Ding selber hosten, weil deswegen hole ich mir die On-Premise. Ich habe aber keine Lust, das Ding selber zu warten, weil da haben wir kein Know-how dafür und auch keine Leute, die Zeit haben. Dann können Sie uns auch dahingehend engagieren. Also wir verkaufen die Bitrix24 Lizenzen zum selben Preis wie beim Hersteller. Deswegen zeige ich Ihnen auch direkt die Herstellerwebseite, weil wir dürfen da eh keine Rabatte drauf geben. Sie profitieren da aber von unserem Vorteilsprogramm. Also selbst wenn Sie sagen, ich möchte nur die Lizenz und nichts anderes, können Sie die trotzdem über uns kaufen, hat keinen Nachteil, weil sie denselben Preis zahlen, hat aber den Vorteil, dass sie von unserem Vorteilsprogramm profitieren. Da würde ich später noch ein paar Worte zu sagen. Genau, die Cloud-Lizenzen hingegen, die zahlen sie immer zum entsprechenden Tarif in jedem Jahr. Die Preise sind relativ stabil, die haben sich jetzt in den letzten 6 Jahren nur einmal angepasst. Das heißt, und auch nur wirklich ganz, ganz leicht. Das heißt, das ist eine sehr stabile Software, die kostet pro Monat 199 Euro auf die Jahreslizenz, auf die Monatslizenz 250 Euro und die entsprechenden anderen Preise. Das heißt, das ist nur virtuell 199, das ist 12 mal 199, die sie zahlen müssen, und dann kriegen Sie eine Lizenz für 12 Monate. Wenn Ihnen das immer noch zu kompliziert ist, Kontaktformular von der Linksys ausfüllen, Termin mit mir machen, dann erkläre ich Ihnen das nochmal in Ruhe und da gehen wir Ihren Use Case nochmal durch und dann kann ich Ihnen genau sagen, welche Lizenz zu Ihnen passt, was das Ganze kostet und auch was wir empfehlen würden. Dann nochmal zurück auf unser Miro-Board. Das Board übrigens werde ich Ihnen noch in die Videobeschreibung packen, dann können Sie es in Ruhe nochmal rein und raussuchen und sich die Sachen anschauen hier. Preise on Premise haben wir geschaut, Preise Cloud, Tarifvergleich finden Sie auch auf der Webseite, da wo Sie die Preise finden. So, ich zeige Ihnen, wo Sie die Preise finden, also wenn Sie auf Preise gehen, gehen wir auf Preise nochmal. Jetzt, und wenn Sie ein bisschen runterscrollen, finden Sie hier den kleinen versteckten Knopf Tarifvergleich. Und da kommen Sie auf die Tabelle, wo alle Unterschiede angezeigt werden. Und ich scrolle einfach mal drüber, die ist ellenlang. Auch, ich glaube, kein Mensch auf der Welt hat das alles auswendig im Kopf. Das heißt, auch ich muss, wenn der Kunde eine konkrete Frage hat, wie sieht denn das aus mit Hinweisen über die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Kommunikationskanäle, dann würde ich sagen, ja, das geht in allen Tarifen, weil überall ist ein grüner Haken. Aber ich hätte nachschauen müssen, das hätte ich Ihnen jetzt nicht auswendig sagen können. Und die Liste, ja, die verändert sich natürlich auch mit jedem Feature, was dazu kommt. Also wenn Sie selber schon mal nachschauen möchten, ob das in irgendetwas ganz Konkretes, was Sie machen möchten, in der Standard oder in der Professional geht, schauen Sie auf diese Liste. Dann zurück auf unser Ding. Wie unterhalten wir Unterstützung? Das ist ja genau der Punkt, auf den ich auch schon ein paar Mal eingegangen bin. Die Linksys ist mittlerweile der Nummer 1 Implementierungspartner für Bitrix24 im ganzen Dachraum, also in Deutschland Nummer 1, in Österreich die Nummer 1 und in der Schweiz die Nummer 1. Wir haben bei der letzten Partnerkonferenz einen Preis gewonnen, höchste Client Retention, das heißt, wir haben am wenigsten Fluktuation bei unseren Bestandskunden, weil wir sehr viel Wert auf unser Projektmanagement legen. Wir haben das beste Trainingsmaterial, und zwar nicht im Dach, sondern weltweit. Beide Punkte weltweit.
Machen das Ganze schon seit 2016, haben mittlerweile ein Team, was aus 7 Bitrix-Consultants besteht, also Leute, die den ganzen Tag nur Bitrix-Systeme einrichten, die Armen, und 8 Programmierer, die die Installationen von den On-Premise-Systemen machen, Wartung und Pflege, Schnittstellenentwicklung, also alles rund um Bitrix 24, was sie dann Probleme oder Fragen oder Wünschen haben, können wir eigentlich in-house bei uns abdecken. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben auch ein paar andere Plattformen im Portfolio. Also was wir auch anbieten, ist zum Beispiel ein Evaluationsprojekt. Sie wollen ein Social Intranet für Ihre Firma einführen. Sie haben jetzt Halo, Pipedrive, Stuffbase und Bitrix im Portfolio. Wir sind Vertriebspartner für all diese Lösungen und machen dann auch sehr vollständig objektive Evaluationsprojekte mit Ihnen. Das heißt, wir würden dann schauen, okay, worauf kommt es an? Was haben wir für Stakeholder? Was würden Sie gerne einführen? Was haben wir für ein Budget? Was haben Sie für ganz konkrete Use Cases? Dann würden wir das mit Ihnen zusammen die Präsentation durchführen, Testteams zusammenstellen und die verschiedenen Plattformen durchtesten und dann auch im nächsten Schritt, wenn Sie sich für eine entschieden haben, die Einführung mit übernehmen. Also wir haben da einen kompletten Rundumschlag. Mittlerweile über 300, ich glaube, es müssten langsam fast 400 Bitrix-Einführungen durchgeführt in allen möglichen Branchen. Also wie gesagt, kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie da irgendwelche Fragen haben. Ich bin mir sicher, wir können Ihnen da helfen. Allerletzter Punkt, was sollen wir mitnehmen aus dem ganzen Termin heute? Erstens, es gibt eigentlich nichts, was Bitrix nicht machen kann. Das ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau und spätestens in der On-Premise können wir dann in den Code eingreifen und auch etwas bauen für Sie, was es noch gar nicht gibt. Die Links, das ist der Nummer 1 Partner für Sie. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, das Ding einführen möchten oder einfach eine unverbindliche Produktpräsentation möchten. Und es gibt für jedes Budget eine Lösung. Bitrix gibt es auch eine Free-Lizenz. Und wenn Sie die Lizenzen über uns erwerben, kommen Sie in unser Vorteilsprogramm rein. Allerletzter Punkt. Vorteilsprogramm heißt, wir haben eine monatliche Fragerunde. Da können alle Kunden, also alle Lizenzkunden von uns reinkommen, alle möglichen Fragen zu Bitrix stellen. Die werden dann reihum beantwortet. Die meisten hören eigentlich tatsächlich nur zu, weil sie wissen wollen, was die anderen so fragen. Und es gibt Workshops zu reduziertem Preis. Und wir haben die Linksys Academy, das ist der wichtigste Punkt. Das ist ein Schulungsportal, auf dem die Einrichtung von Bitrix 24, vor allem die Cloud, Schritt für Schritt erklärt wird. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich habe eigentlich gar kein Budget, um so einen Bitrix-Consultant zu engagieren, wir sind gar nicht so teuer, holen sich gerne ein Angebot ein, aber wenn Sie sagen, nee, da habe ich gar keine Lust drauf, will ich selber machen, dann kriegen Sie mit der Lizenz sowieso auch Zugang auf unsere Academy und da wird wirklich erste Schritt im neuen Portal, Organigramm einstellen, Nutzer einladen, Zugriffsrechte verteilen, Aufgaben erstellen, Drive einrichten, das wird Schritt für Schritt erklärt bis zu Themen wie Telefonieeinrichtungen, Workflows programmieren und so weiter. Also wenn Sie die Muße und die Zeit dazu haben, können Sie sich anhand dieses Videoportals auch selbstständig bilden und das Ding selber einrichten. Also es lohnt sich in jedem Fall, mal mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn Sie sich für Bitrix 24 entscheiden. Würde mich sehr freuen, dann kommen Sie vielleicht sogar zu mir einen Termin. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat oder Sie noch irgendwelche weiteren Fragen zu Bitrix haben, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie mal auf YouTube schauen und einfach mal die Firma Linksys suchen. Da haben wir zu jedem Thema schon Webinare durchgeführt und machen regelmäßig neue. Das heißt, abonnieren Sie auch gerne den Kanal, dann kriegen Sie mit, wenn was Neues veröffentlicht wird. Da müssen Sie sich auch nicht großartig zum Webinar anmelden. Das kriegen Sie dann so oder so mit und ja, würde mich sehr freuen, dann von Ihnen zu hören. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg mit Ihrem Bitrix-Projekt.